Irgendjemand hatte beim, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber jemand hatte beim letzten Mal geschrieben, er hat im zweiten Kapitel irgendwo einen Bug. Genau, da waren wir zuletzt. Im zweiten Kapitel irgendwo einen Bug und kommt nicht weiter. Oder na, er weiß ja nicht, ob es ein Bug ist. Ich glaube, er hängt einfach nur fest. Weiß nicht, wie er weiterkommt. Ich glaube, das war's. Spartaner, hallöchen. Ah, danke, Heiner. Hey, Rino, schönen guten Abend. The Witcher 1 bis 3 inklusive aller DLCs für 24/17. Das gibt's gerade bei Steam, oder? Hat gerade doch schon jemand geschrieben. Wer war's denn? Oder doch gerade schon mal geschrieben. Chili Cheesy. Genau, Chili Cheesy hat auch gesagt, hat sich's gerade im Angebot geholt bei Steam. Ist offensichtlich gerade sehr, sehr günstig. Das ist fett. Das ist ja faktisch nichts. Das ist ja geschenkt. Quasi. So, wieso ist das jetzt? Das ist jetzt sehr leise, oder? Wir gucken mal, ob das so leise bleibt. Uff, hat sie das gordische Knotendiplom? Das Seil bewegt sich kein Stück. Ja, das geht noch ein bisschen. Was haben wir noch? Balken? Ne, das ist der Balken hier, komplett hinter mir. Der Laubbläser. Fenster. Ich könnte nach Hilfe rufen. Aber das würde sie vermutlich merken. Ist immer noch so leise. Ich könnte nach Hilfe rufen. Aber das würde sie vermutlich merken. Schon, gib mir mehr. Gib mir more, gib mir more. Was haben wir denn hier? Das klingt so ein bisschen wie auf dem Klo. Wieso hat sie mir eigentlich mein Multitool gelassen? Das ist strange. Warum gerade das? Ah, mein Multitool. Das Multitool. Ich glaube, jetzt ist es zu laut. Ach ja, Doc Morris, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Ark auf der Switch. Ja, komm. Bleib mir weg. Hör auf damit. Jana hat gelootet. Probleme auf dem WC, ja, oder? Könnte man perfekt. Kannst du auch direkt für ein anderes Spiel dann mal auf der Toilette benutzen. Genau das gleiche. Funktioniert. Ja. Nicht Manni. Hallöchen, mein Lieber. Hi. Wenn er seit 2 Wochen da sitzt. Was? Sitzen wir seit 2 Wochen hier? Vielleicht füttert sie ihn ja? Sie füttert ihn vielleicht. Wir sitzen noch nicht seit 2 Wochen hier. Kommst du auf 2 Wochen? Oh, die Tor. Skrupellose Frau, Funkgerät. Hat die das letzte Mal gesagt? Na dann füttert sie ihn. Das ist gut möglich, dass ihr das stimmt, ja. Aber dann gehe ich stark davon aus, dass sie ihm einfach was zu trinken gibt und was zu essen. Das wäre ja auch sonst. Ich glaube auch nicht, dass es eine skrupellose Frau ist, auch wenn das hier steht, wenn das Spiel uns das suggerieren möchte. Ich denke nicht, dass sie skrupellos ist. Wir können ja die Entwickler fragen. Füttert sie ihn? Liebe Backwoods Entertainment Jungs. Gibt sie ihm Essen? Bestimmt, oder? Und vielleicht entleert er sich in diese Kiste. Na? Joachim, schönen guten Abend. Eine Woche hat er immerhin überlebt. Okay. Wie jetzt? Was? Wahrscheinlich ist bei dem Blitzeinschlag eine Sicherung durchgebrannt. Lassen Sie mich jetzt einfach so hier sitzen? Hör auf rumzuheulen. Sobald das Funkgerät funktioniert, bin ich wieder bei dir. Ich könnte das Funkgerät wahrscheinlich reparieren, wissen Sie? Halt einfach mal die Fresse. Verdammt! Onkel, du weißt doch gar nicht, ob die Hose komplett ist. Da könnte so ein Loch in der Hose sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen es erst, wenn er aufsteht. Ich wollte eigentlich. Wahrscheinlich ist bei dem Blitzeinschlag eine Sicherung durchgebrannt. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ja, genau. Als ob ich jetzt hier rausgehen könnte, einfach. Ich glaub's auch. Fenster. Hier ist nichts mehr. Was ist damit? Puh. Mir gefällt es nicht, mit dem Ding in einen Raum gesperrt zu sein. Mir auch nicht. Ich hoffe, dass ich nie am falschen Ende von einem dieser Dinger stehen werde. Immer noch schönen guten Abend.
Mit genug Druck geht das auch durch die Hose. Die Akte X-Musik im Kopf. So, also ich glaube, ich habe jetzt nicht viele Möglichkeiten. Wir haben das Multitool. Und den Balken. Vielleicht können wir den wegfeilen. Ich glaube nicht, dass die Feile mir hier weiterhelfen kann. Schade. Können wir das Seil durchtrennen? Ich komme nicht ran. Wie, du kommst nicht ran? Stell dich doch mal nicht so an. Warte jetzt mal, hier mit der Schere. Was ist dein Problem? Ich komme nicht ran. Wollen wir ihr vielleicht den Schraubenzieher? Vielleicht braucht sie den. Ich glaube nicht, dass sie das interessiert. Bist du dir sicher? Aber ich habe doch jetzt gar keine anderen Optionen. Wahrscheinlich ist es die Sicherung. Wenn die Sicherung raus wäre, wäre das Licht aus, Kleiner. Ich meine eine Sicherung im Funkgerät. Lassen Sie mich einfach mal reinschauen, okay? Du hattest ganz schön Schiss, als der Blitz eingeschlagen ist. Ich hatte keine Angst. Du hast geschrien wie eine Pfadfinderin. Das war mein Schlachtruf. Oh ja? Ich sag dir was. Mein Schlachtruf. Wenn deine Bastlergeschichte wahr ist, reparier mein Radio. Okay, einverstanden. Okay. Ich habe noch nie ein Radio repariert, während mich jemand mit einer Waffe bedroht. Das wird spannend. Guten Abend, Ingo. Hallöchen, Dietrich. Nur eine Woche, nicht zwei Wochen im Keller. Gerade nochmal nachgeschaut. Siehste? Eine Woche. Okay. Ich habe noch nie... Ja, das wissen wir. Gut, dann erstmal aufschrauben. Okay, schauen wir mal. Aha. Eine durchgebrannte Sicherung. Hab ich doch gleich gesagt. Hab ich's doch gesagt. Dann reparier das mal, wenn du so klug bist. Ich schau mal, was sich machen lässt. Eine Sicherung ist durchgebrannt. Verzwillen? Das fühlt sich nicht wie eine Zangensituation an. Aha! Ein Hinweis. Moment mal. Was? Das ist kein Hinweis. Das ist eine schäbige alte Kippenschachtel. Aha! Ein Hinweis! Eine Schachtel Katar Gold. Nichts drin. Abgesehen von einem Stück Alufolie. Oh, aber Alufolie. Oh. Kannst du das um das Kabel wickeln? Ha! Ich kann die Sicherung mit der Alufolie überbrücken. Das habe ich schon mal bei James Bond oder so. Nee, nicht bei James Bond. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Du hast es geschafft. Oder gehört. Fesseln Sie mich jetzt wieder an dieses Ding? Nun, wenn deine Geschichte stimmt, lass mich das Funksignal hören, von dem du erzählt hast. Das Signal war ziemlich schwach. MacGyver, das würde sein. Ich bin nicht sicher, ob Ihr Funkgerät... Ich meine, ich versuch's. Wow, hier kommt es sogar deutlich besser an. Komm mit nach oben. Ich mach uns einen Kaffee. Der Zeichenstil ist super, Shanks. Das ist fantastisch. Das war auch der Grund, warum ich das auf der Gamescom direkt angesprochen hat. Ich mag auch das Schräge so sehr, ne? Das, was wir beim letzten Mal hatten, das ja schon, ne, wurde das ja schon gesagt mit den schrägen Türen. Ich finde das aber super, weil das dadurch alles ein bisschen. Bei der Waldhütte jetzt hier wäre es vielleicht gar nicht nötig, aber in der Stadt, in der wir waren, ist es halt super passend. Also in Yale Town. Weil das halt alles so ein bisschen abgeranzt und komisch und merkwürdig ist. Wäre super. Heavy Bug, hallöchen. Schönen guten Abend. Ich bin immer noch wütend. Ach Quatsch. Danke für den Kaffee. Das tat gut. Wir sind höflich. Die alte Mischung meines Vaters. War wohl das Mindeste, nachdem ich dich gefesselt habe und so. Mein Name ist Aberrant Jervis. Ich bin die Parkrangerin hier in Greystone Woods. Eine Parkranger? Ich dachte, du wärst so eine Art Guerilla-Cop. Nein, viel schlimmer. Was? Mehr sowas wie eine Guerilla-Parkrangerin. Nun, ich habe eine Menge Zeit verschwendet. Ich muss, was muss ich denn zuerst? Eugene, hallöchen. Ich meine, eine Woche ist rum. Wir sollten vielleicht so schnell wie möglich jemanden anrufen, oder? Ich muss Professor McBride und Halliwell kontaktieren. Ich habe bei der PNU in dieser Zeitung, von der du erzählt hast, angerufen. Ich schätze, wenn sie es aus Yale Town geschafft haben, verhalten sie sich unauffällig. Ich bin sicher, dass sie es geschafft haben.
Und ich muss diesen Kanister zu Professor McBride bringen. Hör mal, ich werde dich nicht mit diesem Seucheneimer in der Bauchtasche ins Nirgendwo spazieren lassen. Du kannst immer noch genauso gut ein RHC-Äffchen sein, das gut lügen kann. Der wie eine Pfadfinderin schreit. Genau. Na, ganz bestimmt. Du bist eine RHC. Ja, das ist sehr erwachsen. Ich arbeite nicht für Sie. Pass auf. Ich habe dein Signal tatsächlich schon mal gehört. Manchmal stört es den Empfang des Autoradios oder der Walkie-Talkies. Und dieses Symbol auf dem Kanister. Ich bin mir sicher, es schon mal gesehen zu haben. Irgendwo in Greystone Woods. Du meinst, hier im Wald ist auch ein RHC-Camp? Vielleicht. Es gab schon immer diese Geschichten über Menschen, die sich tief in den Wäldern verstecken. Ich wette, dein Signal kommt hier aus Greystone. Hi, Topscon.de, schönen guten Abend. Mir geht's fantastisch, danke der Nachfrage. Ich hoffe dir auch. Hi, Dennis. Wie hier weg? Was ist das für ein Typ? Dann müssen wir die Polizei rufen. Was glaubst du, wen ich die ganze Woche angerufen habe? Sie wollen nichts über Yelltown hören. Alles ist unter Kontrolle. Oh, also schätze ich, wir suchen nach der Quelle des Signals? Falsch. Du suchst nach der Quelle des Signals. Ich bleib hier und zertrümmer jedem gelben Anzugträger, der versucht, an den Kanister zu kommen, die Kniescheiben. Naja, ich könnte das Signal triangulieren. Triangulieren? Wie funktioniert das? Ich brauche eine Karte und einen Empfänger. Wenn ich das Signal von den zwei höchsten Punkten in Greystone empfange, sollte ich die Quelle finden können. Na gut. Ich kann dir eine Karte geben. Das ist schon mal ein Anfang. Und wenn du irgendwelche Fragen über die Gegend hast, komm zu mir. Hi Linda, hallöchen, moin. Ob ich die E3 verfolgt habe, so gut es mir möglich ist, Eugenia. So gut es mir möglich ist. Also ich habe sie nicht selbst gesehen oder kann sie nicht selbst sehen zum Großteil. Ich habe am Sonntagabend, habe ich mal kurz bei der... Nee, warte, gestern. Ich habe gestern Abend kurz eine halbe Stunde reingeguckt. Da hat ja Square Enix angefangen, ne? Gestern Abend, glaube ich. Da habe ich eine halbe Stunde geguckt. Aber ansonsten ist es einfach für mich zeitlich nicht machbar. Und ich versuche dann halt am nächsten Tag alles aufzuarbeiten, was ich verpasst habe. Unkonventionell, aber interessant aus. Nur so viel. Gefällt es dir gut? Ist es spannend? Es gefällt mir sehr, sehr gut, Topscon.de. Und ja, es ist super spannend. Also es erzählt wirklich eine mega spannende Geschichte. Also von mir geht eine absolute Empfehlung raus. Wenn du Point and Clicks magst. Sei Kasai mag auch das Artwork. Ich glaube, das finden alle gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Artwork nicht gut finden kann. Oh ja, Cyberpunk freue ich mich. Bin ich auch sehr, sehr neugierig. Da bin ich wirklich neugierig. Aber das ist, das liegt halt auch am Vertrauen ins Entwicklerteam. So. Was haben wir denn hier? Waffen. Waffen klingen gut. Sieh dir all diese Waffen an. Ja, darf ich die mitnehmen? Ist Travis in Panem aufgewachsen, oder was? What? Sieh dir all diese Waffen an. Ist Travis... Greystone Woods Nationalpark. Greystone ist eine riesige Region. Fast das ganze Gebiet von Yelltown bis Arbutus Hill. Arbutus Hill. Ach, du heiliges Farmhütte deine. Warte mal, ich muss auf die zwei höchsten Punkte. Oak Mountain? Nee, das ist nicht das höchste. Sneak Peek? Dahin? Vermutlich Long John Peak, oder? Hierhin und dahin. Das wären ja die zwei höchsten Punkte. Hat er doch gesagt. Ein sehr geiles Pen and Paper. Ja, das kenne ich halt leider nicht. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Es ist immer, manchmal kann es unfassbar schwierig sein, dann das so umzusetzen, wie man sich das bei einem Pen and Paper vorgestellt hat. Travis hat einen soliden Holzvorrat.
Ich wette, sie könnte sich hier wochenlang verschanzen. Noch länger, wenn ich dich esse. Gar nicht creepy. Heißer Ofen. Mach nur deine Witze. Im Winter ist er unersetzlich. Selbst wenn draußen der Wald zufriert, brauche ich hier drin keine warme Decke. Aber ein Bett wäre toll, oder? Der Erdkern kann ruhig abkühlen, solange wir dieses Schätzchen hier haben. Wenn du Zeit hast, die PK von Devolver Digital musst du unbedingt ansehen. Ich habe Tränen gelacht, okay? Das werde ich erst, also dazu werde ich erst am Wochenende kommen, mir wirklich die PKs noch anzusehen. Das Pen Paper nicht kannten, bei Drachensang. Okay. Schreibmaschine. Das Neueste vom Neuesten, was? Ach, diese modernen Dinger sind nichts für mich. Ich mache all meine Berichte handschriftlich. Jarvis Überwood Schreibmaschine. Überwood? Was? Es sind noch ein paar Bilder, Poster, die Eule haben wir noch. Irgendein vergreister Parkranger. Das ist Vater. Ich meine, positiv vergreist. Colonel Jarvis. Puh, während seiner Schicht würde ich keinen Müll auf die Wege schmeißen. Das glaube ich mal besser so. Warnungen vor wilden Tieren, Lagerfeuern, Entführungen durch Außerirdische, das Übliche. Fettnäpfchen, was? Nein. Da sind ein paar wirklich schöne Bilder auf diesen Postern und Wimpeln. So gefällt mir Natur. Trocken, sicher und zweidimensional. Ja, absolut, Shanks. Das passt halt perfekt. Die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Eine ausgestopfte Eule. Ihr Gesichtsausdruck sagt, warum habt ihr mir all das Sägemehl in den Arsch gestopft? War das erste irgendein Zitat? Die Eulen sind nicht, was sie scheinen? Das klang mir irgendwie wie ein Zitat. Ingo? Wieso? Ist da nichts dran? Kann man höchstens als Zahnstocher nehmen. Waffs, schönen guten Abend, Hallöchen. Twin Peaks. Ich habe schon wieder irgendwas verpasst. Ich kenne schon wieder irgendwas nicht. Habe ich schon wieder irgendeine Kulturlücke? Diese Leute, die Tierköpfe an ihre Wand hängen, sagt so viel wie, ich werde dich nicht umbringen, aber ich könnte. Das Ding ist sicher praktisch für spontane heidnische Rituale. Ja, Mann. Offensichtlich. Ich habe eine Kulturlücke. Kann mir bitte jemand im Chat bestätigen, das auch nicht zu kennen? Dankeschön, damit ich mich nicht ganz so kacke fühle. Oh, Zertifikat. Das hatte ich noch nicht gesehen. Laut diesem Zertifikat ist Jarvis die beste Scharfschützin des Countys. Das ist beeindruckend. Ich war noch nie der Beste des irgendwas. Oh, danke schön, T-Tree. Danke, jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so schäbig. Wenigstens. Die Tür ist verschlossen. Wenn du deinen Balken vermisst, kann ich dich jederzeit wieder fesseln. Nein, danke. Lieber nicht. Also nur vom Namen her. Wir haben, oh Gott, was haben wir denn... Gestern oder am Sonntag haben wir, ich glaube, es war am Sonntag, es war nicht gestern, haben wir der blutige Pfad Gottes, ich glaube, so heißt der, geguckt. Den kannte ich auch noch nicht. Hat Sandro auch gemeint, das ist ein Kultfilm, musst du kennen. Schüchtern aufzeig? Hey, es kennen einige nicht. Kann man, nein, es geht nicht um Drakensang, Onkel. Es geht gerade um Twin Peaks. Die Tür ist verschlossen. Wenn du deinen Balken vermisst, kann ich dich jederzeit wieder fesseln. Nein, danke. Lieber nicht. Aber vielleicht finde ich da noch was? Solltet ihr mal gucken. Gute Serie. Ach, das ist eine Serie. Ach, das ist eine Serie. Twin Peaks. Twin Peaks. Ich vergesse Dinge. Ich muss mir viele Dinge aufschreiben. Aber es ist ein Zitat. Ich habe erkannt, dass es ein Zitat ist. Ich finde, das ist schon ziemlich viel wert. Und das ohne, dass ich es kannte. Gibt es auch als Buch?
Aber lesen, oh, ich lese aktuell. Ich lese aktuell The Witcher tatsächlich. Ich lese die Witcher-Bücher momentan und ich verschlinge sie. Ich war mir nicht so sicher, ob ich die Hütte nochmal von außen sehen würde. Und ich habe auch lange Zeit vorher nicht gelesen. Also bis auf natürlich haufenweise Artikel und alles mögliche im Internet, aber... Das Ende ist seltsam. Wehe, du spoilerst jetzt irgendein Ende, Sock. Sowas macht man doch nicht. Nein, Joke, alles gut. Er saß da jetzt eine Woche rum, ja. Und kann sich wieder so bewegen. Ja, vielleicht ist sie auch immer mal mit ihm Gassi gegangen, Onkel. Stell da nicht einfach so viele Fragen. Seltsam fast schon. Achso. Die Ranger-Hütte. Ich frag mich, ob Jervis hier das ganze Jahr wohnt. Du könntest sie fragen. Du könntest auch sie einfach fragen. Kräuter. Es ist halt seltsam. Okay. Ich sollte nicht einfach irgendwelche Pflanzen im Wald pflücken. Sie könnten giftig sein oder so. Ich sollte die nicht anfassen, ohne zu wissen, was das für Pflanzen sind. Das will ich nicht schneiden. White Rock Ranger Station. Greystone Woods Nationalpark. Na gut, es ist vielleicht eine Gegend, wo das tatsächlich schwierig ist. Also ich bin in der Nähe eines Waldes aufgewachsen und ich habe alles angetatscht als Kind. Ich hatte niemand davon abgehalten. Galaxy, man, vielen lieben Dank für den Host, dankeschön. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Laut diesem Schild kann nur ich Waldbrände verhindern. Setz mich doch nicht so unter Druck. Oh, was soll denn das jetzt heißen, T-Tree? Wie sieht man? Pickup-Truck, Seilwinde? Der Pickup-Truck der Rangerin. Damit fährt Jervis durch den Wald und erschreckt die Leute. Die Reifen haben schon ganz schön was hinter sich. Sie erschreckt die Leute, weißt du? Hauptsache. Der Pickup hat eine Seilwinde. Praktisch. Die ist wahrscheinlich, um Touristen aus Sümpfen zu ziehen und sowas. Grabstein. Colonel Arbroath Jervis. 1924 bis 2000. Am regendichten Rock, festen Schuhen und einem im Walde geschnittenen Stab sollte mich erkennen. Whitman. Sieht so aus, als würde sich Rangerin Jervis gut um ihren Vater kümmern. Ja, oder? Na, okay. Können wir vielleicht nochmal mit dir sprechen? Wegen der Kräuter, hauptsächlich? Du mochtest den Opener der Serie. Ist doch normal, als Kind alles anzufassen. Für mich, ja, war für mich auch so. Völlig normal. Dass meine Eltern haben mir gesagt, ich soll irgendwas nicht antatschen. Es wurde alles angefasst. So wie sich das gehört. So. Hey. Hey, wie kommst du voran? Ich habe festgestellt, dass du eine Seilwinde hast. Schade, ich kann nicht wegen den Kräutern fragen. Irgendeine Idee, wo du das Symbol von dem Kanister schon mal gesehen hast? In einen Baum geschnitzt? Auf einen Stein gemalt? Nein. Nein, daran würde ich mich erinnern. Es kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß nur nicht, wo ich es gesehen habe. Das hilft mir nicht weiter. Aber ich halte die Augen offen. Die Kreissäge solltest du nicht anfassen. Bei dir wird alles gelootet, wie immer. So wie sich das gehört. Waren Ofentüren auch dabei? Wir hatten, glaube ich, warte mal, das muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir hatten keinen Ofen. Also nicht so einen Ofen, ne? So einen hatten wir nicht. Aber ja, natürlich bei solchen Sachen. Aber mir geht es ja jetzt darum, wenn ich bin. Ich habe ja als Kind auch im Wald gespielt. Ja. Tatsächlich als kleiner Stift, also mit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Früher war das noch nicht so, dass da die Eltern Angst haben mussten. Sondern ich habe 100 Meter vom Wald weg gewohnt. Das war für mich völlig normal, dass eine Freundin zu Besuch kommt und wir mit dem Rad oder gelaufen ab in den Wald, zack, irgendwo irgendwas Merkwürdiges bauen. Oder einfach nur irgendwelches Zeug sammeln und durchs Unterholz streifen. Das war halt normal.
glaube, heute ist es nicht mehr so. Habe ich vieles mit dem Gesicht angefasst. Oh ja. Oh ja. Wald. Ja, Wald. Heute noch vieles mit dem Gesicht anfassen, wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin. Sammeln. Ja. Ja, ich hab Steine gesammelt. Steine. Ja. Ich habe Autokennzeichen in ein kleines Buch geschrieben. Was habe ich denn noch? Also ich habe die strangesten Dinge als Kind gemacht, glaube ich. Ich glaube, ich war ein merkwürdiges Kind. Ich weiß nicht. Wobei, nein, kann nicht sein. Ich hatte viele Freunde. So merkwürdig kann ich nicht gewesen sein. Ja. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube, Steine hat jedes Kind gesammelt, oder? Steine sammeln und dann sind wir immer mit ganz vielen Steinen dann in die Werkstatt von meinem Vater und haben dort aufgekloppt, um zu gucken, ob was Schönes drin ist, ob die innen schön aussehen. Frechdex, hallöchen, schönen guten Abend. Wir sind mitten im Nirgendwo, stimmt's? Leicht nördlich davon. Greystone Woods ist ein wunderschöner, riesiger Nationalpark. Willkommen in der Natur. Ja, viele Bäume. Oh ja, viele Bäume. Greystone Woods ist weltberühmt für seine weitläufigen Nadelwälder. Aufregend. Was wolltest du nochmal von mir? Straßen scheinen ziemlich ruhig zu sein. Wegen dieses Signals. Wegen dieses Signals. Dass du nicht weißt, woher das Signal kommt? Glaubst du wirklich, dass da irgendwelche Leute im Wald verstecken? Was mache ich, wenn ich einen Ursprung finde? Wie kann es sein, dass du nicht weißt, woher das Signal kommt? Du bist die Parkrangerin. Du solltest dich hier besser auskennen als jeder andere. Ja, Vater hat mir alles beigebracht. Ich kenne den Wald besser als die Eichhörnchen. Aber Greystone ist groß. Wir können nicht alle verlassenen Verstecke, Hütten und Bunker absuchen. Meintest du nicht, du könntest das Signal durch Triangulation orten? Ja, vermutlich. Sagte er zumindest. Jay Fox, hallöchen. Karadras, hi. Du bist Geologe? Du bist wirklich Geologe? Die Gier endet niemals. Also ich habe dann wirklich irgendwann aufgehört, aber ich habe erst aufgehört, als... das war so super. Bei uns die Straße hoch hat damals jemand, nicht gebaut, aber der hatte keinen Zaun um sein Grundstück. Und der hatte im unteren Bereich seines Grundstücks, hatte der so... Baugedöns stehen. Also zwei so Container und also geschlossene Container. Und da sind wir mal drauf rumgeklettert und haben dort Blödsinn gemacht. Ja, eigentlich war das mehr Baustelle als alles andere. Und da lag auch ein riesiger Haufen Steine. Also alles mögliche. Kiessteine, ne, gemischt. Einfach alles. Und den haben wir immer durchwühlt. Und da haben wir uns immer Steine ausgeliehen. Sunshine, schönen guten Abend, Hallöchen. Nummernschilder notiert und Spinnen gefüttert. Okay, ich streich die Nummernschilder. Yippie! Nummernschilder aufgeschrieben, da kommt die Ossi-Prägung. Ich weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe, Titri. Ich hatte so ein kleines Buch. Ich hatte ein kleines Buch und irgendwas musste in dieses Buch. Ich wollte dieses Buch mit Informationen füllen. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht mehr wieso, aber ich habe als Kind ein Faible dafür entwickelt. Ich bin durch die Straßen gelaufen und habe mir halt Nummernschildern von Autos aufgeschrieben. Und ich glaube sogar noch die Farbe vom Auto oder so. Oder was es für eine Marke war. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall hat mir das... Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das gemacht. Und ich war wirklich klein. War merkwürdig. Chili Cheesy, vielen, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen bei den Flauschrauben. Mach's dir bitte gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Fühle dich geknufft. Danke für die Unterstützung. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen. Und denke bitte stets an ein nasses Handtuch zur Verteidigung. Dankeschön. Ich bin als Kind gelootet. Wie Anzeige ist raus. Was soll denn das heißen? Es scheint. Wochenende immer gewundert, wieso fehlt jetzt schon wieder ein Kubikmeter Kies. So viel haben wir nicht mitgenommen. So viel war das nicht. Wir haben wirklich nur ein paar Steine mit. Oh Mann. Ich muss die zwei höchsten Stellen in Greystone finden. Ich glaube, die habe ich auf der Karte. Dann kann ich das Signal durch Triangulation orten.
Warum benutzt du nicht die Karte, die ich dir gegeben habe? Was siehst du, hab ich doch gesagt. Sie hat Höhenangaben. Ja, hab ich doch gesagt. Gut. Ich brauche einen Empfänger für die Triangulation. Kannst du mir einen geben? Nichts Transportables. Tut mir leid. Glaubst du wirklich, dass sich irgendwelche Leute im Wald verstecken? Verdammt. Vater hat es nie geglaubt. Aber ich habe seltsame Dinge gehört. Seltsame Lichter im Wald gesehen. Ach, das klingt wie eine schlechte Gruselgeschichte. Ich frage mich, ob die Menschen im Wald etwas mit dem Angriff auf Yeltorn zu tun hatten. Im Gesprächstext Greystone? Hat er an der Wand Greystone? Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich versuche es. Ich versuche es. Danke, dass ihr kurz die Zeit gefunden habt, reinzuschauen. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend. Und ich versuche es nicht kaputt zu machen. Ich gebe sonst Bescheid. Als kleines Kind alle Automarken, die so in Deutschland unterwegs sind, erkennen und nennen. Siehst du? Donnern hat dich begrüßt. Buchstaben auf den Nummernschildern Schimpfwörter macht, beziehungsweise sich ausdenkt. Okay. Das ist sicher mehr als nur ein paar. Hi, Carrie Dumb, moin. War es ein Unfall? Genau, es war ein Unfall. Was mache ich, wenn ich den Ursprung des Signals finde? Such nach allem, das uns helfen kann, zu verstehen, was diese Leute machen. Und stell auf jeden Fall diese verdammte Übertragung ab. Okay, das sollte ich wohl hinbekommen. Aber sei vorsichtig. Vielleicht sind sie noch dort. Lass uns über was anderes reden. Okay. Die Straßen scheinen ziemlich ruhig zu sein. Wir nennen sie hier Pfade. Genieß deinen Aufenthalt und tritt nicht in irgendwelche Bärenfallen. Wir nennen sie hier Pfade. Was ist dieser seltsame Geruch? Natur. Natur? Ihhh. Ich wusste, dass sie das sagen würde. Ach, wie gut. Die Gegend hier ist seltsam. Mir gefällt Yeltown besser. Oh, ich nehme an, die Aussicht auf atemberaubende Naturkulissen können es mit dem Schrottplatz von Yeltown nicht aufnehmen, was? Wenigstens sind hier nicht alle tot. Das war gemein. Oh. Naja, tut mir leid. Ich mag's nur nicht, wenn Leute schlecht über Greystone sprechen. Das ist alles. Bis später. Wiedersehen. So, jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Greystone, hier wird's wirklich mit E geschrieben. Und im Text bei ihr steht immer A. Also Greystone, und hier steht Grey mit E. Interessant. Ja, das sieht aus wie einer der höchsten Punkte von Greystone. Okay, einfach draufklicken. Okay, das sollte einer der höchsten Orte sein, an die ich komme. Gut, okay, dann habe ich mir die zwei markiert. Perfekt. Jetzt hätte ich gedacht, dass das so einfach ist, aber gut. Gut. Ich habe mich selbst gebackseat. Ich habe mich selbst gespoilert. Auch wenn der Nachbar die Felder düngt. Natürlich, wenn wir irgendwie irgendwo lang fahren, keine Ahnung. Immer so, ja. Wir fahren irgendwo lang und wir riechen Dünger oder so Kuhgeruch oder so, ja. Kommt von mir grundsätzlich. Ah, der Duft der Natur. Oder der Duft der Freiheit, auch ganz beliebt, sage ich auch gerne. Wombat, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Von dem Smiths-Fan. Ja, hi. Wombat, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Ein Jahr voll. Danke für ganze 12 Monate Unterstützung. Fühle dich gedrückt. Lass Selma in deine Gummizelle bestellen. Gegen Käffchen ist sie nicht so grummelig und sorgt dafür, dass deine Gummizelle schön sauber und ordentlich bleibt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Wombat, für ein ganzes Jahr. Dankeschön. Freiheit riecht also nach Scheiße. Man, das sagt man so. Wer war denn das jetzt wieder? Auch schön, ja. Auch schön. Steine. Und jetzt kann ich mir Steine angucken. Konnte ich mir die vorhin schon angucken? Wie, du brauchst keine Steine? Jetzt willst du jetzt doch wohl die Steine nicht liegen lassen. Was? Es gibt keinen Grund, meine Tasche mit Steinen zu füllen. Ich brauche keine Steine. Es gibt keinen Grund, meine Tasche mit Steinen zu füllen. Ich verstehe nicht. Ich brauche keine Steine. Es gibt keinen Grund, meine Tasche mit Steinen zu füllen.
Der ist so merkwürdig. Der ist ja so unfassbar merkwürdig. Ich sollte nicht einfach irgendwelche Pflanzen im Wald pflücken. Sie könnten giftig sein oder so. Was stimmt denn mit dem Typ nicht? Der Hecke rund ums Grundstück ein gemütliches Häuschen daraus errichtet. Mit Sperrmüll eine sehr gute Idee. Ja, Ingo. Ja. Ja. Können bitte noch mehr Leute Ingos Beispiel folgen? Please. Please. Ich muss unbedingt dran denken, wenn ich fertig bin mit Spielen, eine Review zu schreiben. Ich vergesse das ganz oft, dass ich auch mal die Reviews pflegen sollte von Spielen, die mir gefallen haben. Mach das so selten. Dieser Wald ist voll mit Ästen, Laub und Dreck. Und die Leute sagen mir, ich sollte meine Bude sauber machen. Hi, Hoshi. Schönen guten Abend. Sollte ganz krass bitte zocken, ich weiß ja auch nicht. Hauptsache erst mal Hamm. Überall liegt dieses Geäst herum. Nimm es doch mit, verdammt. Was stimmt nur nicht mit ihm? Hier wieder Steine und ich wette, er nimmt sie nicht mit. Ich brauche keine Steine. Ich verstehe ihn nicht. Aber ich kann es doch anklicken. Wieso kann ich es halt nur anklicken? Greystone Woods Naturschutzgesellschaft. Ich hasse ihn ein bisschen. Jetzt ist der Himmel sternenklar. Ein Glück, dass ich nicht während des Sturms hier oben war. Hier wirkt die Welt so friedlich und ruhig. Gott, ich hätte es so gefeiert, wenn uns irgendwas angefallen hätte. So ein Waschbär. Warum haben Sie eine Flagge hier hingestellt? Vielleicht, damit die Leute nicht versehentlich in den Abgrund treten. Das Problem ist, wie soll ich denn jetzt ohne... Das ist doch jetzt Quatsch. Ohne Empfänger komme ich doch hier jetzt sowieso nicht weiter. Muss er jetzt ja irgendwie zum Triangulieren, muss ich doch mit Sicherheit irgendwas machen. Wir gehen jetzt erstmal zu den anderen eingekreisten Dingern. Die Synchronstimme ist sehr angenehm, finde ich auch. Ach, das ist die... Ich bin ja auch ein Troll. Das ist die Hütte. Dann müsste ich ja aufhören, hier zuzusehen. Aber das wäre absolut in Ordnung für mich, wenn du hier aufhörst. Wenn du aufhörst, hier zuzusehen und das Spiel dann selber weiterspielst. Das wäre für mich absolut okay. Und danach kannst du dir ja das Spiel bei mir im Zweifel nochmal anschauen. Zu viele undurchgespielte Pottenklicks. Ja, das ist ein Spiel. Der Charakter hat Naturphobie, ich glaube auch. Waschbären sind sehr friedliche Tiere, habe ich gehört. Anders als Schnabeltiere. So ein Schnabeltierangriff. Oh, Mann, mir gefällt die... Guck mal, wie schön das jetzt gerade aussieht. Ich meine, er wirkt ein bisschen fehl am Platz gerade. Ich würde ihn gerade gerne, weißt du, wegradieren und ein Bild von dem Rest machen, aber... Eine große, hölzerne, scheunenähnliche Struktur. Ihr Zweck unbekannt. Also bei einer solchen Argumentation. Siehst du? Und wenn du dich beeilst, ja, wenn du dich beeilst mit selber zocken, dann schaffst du es sogar noch, bevor ich das Spiel beende, kannst du dann hier auch reinkommen und backseaten und spoilern. Wie so ein richtig fieser Spoilermensch, der dann von mir ein Timeout kassiert. Oder Mann. Ranulf, einen wunderschönen guten Abend. Wenn das mal nichts ist, du könntest einen Timeout oder einen Bann looten. Screenshot auf die andere Seite gehen, zweites Screenshot zusammenkleben. Ja, das könnte man machen, das stimmt. Ich bin zu 90% sicher, dass keine Leichen in dieser Scheune sind. Wobei ich nicht vorhabe, es zu überprüfen. Wieso nicht? Geh doch mal in die Scheune. Ich klicke die Kräuter diesmal nicht an. Er nimmt sie sowieso nicht mit. Ich lasse es gleich sein. Oder? Na, ich kann nicht. Ich muss sie anklicken. Ich sollte den nicht anfassen, ohne zu wissen, was das für Pflanzen sind. Mann, Discords.
Sind zu Game super allein zocken, würde ich irre werden. Irre als jetzt schon. Vielleicht den Traktor reparieren, da fühlt er sich bestimmt wohler. Das könnte sein, mal gucken. Der Traktor des Farmers. Sieht noch ziemlich gut aus. Im Gegensatz zu dieser Scheune. Die Scheune sieht super aus. Ich finde die Scheune total schick. Ich kann ihn nicht fahren. Warum nicht? Ich habe weder die vorgeschriebene Flinte noch den angriffslustigen Hund. Das ist natürlich ein Argument. Das ist ein Argument, da hat er recht. Rein gehen wir nicht, ne? Hier sind die Kräuter, da ist die Scheune, wir gehen nicht rein. Also kann ich mir das auch alles sparen. Hier sind noch mehr Kräuter, die er nicht mitnimmt. Ich sollte nicht einfach irgendwelche Pflanzen. Aber natürlich nicht. Sie könnten giftig sein oder so. Können manche gut verzichten? Wirklich? Mehr Timeouts! Warum sind die Kräuter im Spiel? Na, vielleicht kommt das noch einer. Abwarten. Oder sie wollen tatsächlich loot-fanatische Menschen wie mich damit ein bisschen therapieren. Ein Metallsilo. Vermutlich zur Getreideaufbewahrung. Guck doch mal rein. Wie verhindern sie, dass das Getreide schlecht wird? Das Ding muss luftdicht sein. Unter Druck stehen oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich mich auch bisher nie gefragt. Was die Rätsel betrifft, finde ich zumindest. Ich dachte, das ist mir verrückt. Ja, das könnte man auf ein T-Shirt schreiben, das stimmt. Das wäre keine schlechte Idee. Ganz Körperschutzanzug. Oh, da. Der hat schon mal die passende Waffe. Wo ist der angriffslustige Hund? Hallo. Yep. Yep. Was machen Sie da? Ich beschütze meine Farm, Fremder. Der Sturm hat die Stromversorgung lahmgelegt. Hab kein Licht mehr. Der elektrische Zaun geht auch nicht mehr. Wovor genau beschützen Sie Ihre Farm? Wölfe, Kojoten, Schnappschildkröten, vor Raubtieren, Schmarotzern und Mistviechern. Ich sehe hier keine Schmarotzer. Wenn du willst, dass die Bären auf deinen Blumenbeeten rumtrampeln, nur zu. Mein Grundstück wird beschützt. Ah, Felix, Hallöchen. Dinosaurier-Skelette in Starbound für mein Pixelmuseum. Ich will jedes einzelne haben. Sehr gut, Hoshi. Das ist immer ein gutes Ziel, alles haben zu wollen. Ja. Ist tatsächlich ein Blitz in Ihr Haus eingeschlagen? Ganz knappe Kiste. Der Strom ist weg und die Kühe haben sich fast in die Hose gemacht. So viel ist sicher. Ihre Kühe tragen Hosen? Schnappschildkröten, ja, das tut weh. Lass dich mal von einer Schnappschildkröte beißen. Da ist der Finger ab. Sie sind sicher, dass Sie Ihre Stromrechnung bezahlt haben? Ein Ehrenmann begleicht immer seine Schulden. Dann sollten Sie wohl mal bei Ihrem Energieversorger anrufen. Wird's wohl tun, wenn der Strom nicht bald wieder anspringt. Nettes Radio. Könnte ich es mir wohl ausleihen? Ist nicht drin, Fremder. Das Radio ist meine einzige Unterhaltung, solange ich hier festsitze. Aber ich brauche wirklich ein Radio. Naja, vielleicht können wir eine kleine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Soll ich für die Steine sammeln? Ich bin sehr hungrig, aber ich muss hier sitzen. Bring mir was Gutes zu essen und ich leih dir mein Radio. Jetzt müssen wir 100 pro Kräuter sammeln. Was wollen Sie essen? Kennst du das Diner? Oder auch nicht. Rhonda macht die besten Sandwiches der ganzen Gegend. Okay. Bring mir eins mit scharfer Soße und ich werde dir mein Radio ausborgen. Ein Sandwich okay. Mit scharfer Soße. Werd bald mit der Verpflegung zurück sein, Partner. Zwing mich nicht dazu, dieses Gewehr zu benutzen, Kleiner. Ah, oh ja, Mann. Mach ihn platt, Mann. So, wo ist jetzt der Zaun hier? Hier war doch gerade irgendwo ein Zaun. Radio? Hä, stand ich gerade irgendwo Zaun? Bin ich bescheuert? Ein schönes, großes Bauernhaus. Muss bescheuert sein. Aber wer will hier draußen mitten im Nirgendwo leben? Ah nee, das ist der Zaun. Ich glaube, das ist ein elektrischer Zaun. Ja, aber der geht aber nicht. Es scheint, als wäre der Strom aus. Das ist wohl wahr. Haben wir noch irgendwas? Das Farmhaus? Das Bauernhaus sieht aus wie eine umgebaute Scheune. Wie eine umgebaute Scheune, bei der Umbau bei 50% gestoppt wurde. Ja, Mann, so muss das. So, pass auf, wir gehen zum Diner. Kleptomanie. Eine Farm davor beschützen. Ja, das ist wichtig. Bevor sie, keine Ahnung, den Salat wegfressen, Socke.
schon im realen Leben. Es sollte eine anerkannte psychische Erkrankung sein. Nur ohne das schlechte Gewissen. Ah, was schön. Oh, guck mal hier. Es sieht aus wie Pepperoni oder so. Oh, ein paar kleine Chilischoten. Ach, die nimmt er mit. Die riechen gut. Das nimmt er einfach mit. Hm, die Schoten würden sich bestimmt gut in einem Chili machen. Scharfe Soße, das brauchen wir bestimmt. Das brauchen wir bestimmt. Hier ist ein Bach. Harwood Energy, Überlaufkanal. Sieht aus, als würden sie das Regenwasser vom Sturm durch diese Wiese laufen lassen. Der Bach ist ganz schön überschwemmt nach all dem Regen. Ich komme nicht rüber. Wer weiß, welche schrecklichen Kreaturen sich in diesen schnellen, trüben Wassern verstecken. Außerdem sind meine Sneaker echte Klassiker. Ich will jetzt da echt nicht drüber gehen? Das ist dein Ernst? Oh Gott! Sie sollten die Dinger Harper-Scheuchen nennen. So könnte ich also sterben. Zu Tode erschreckt von einer bösartigen Vogelscheuche. Gut zu wissen. Der Hintergrund ist übrigens gerade auch wieder herrlich. Guck dich das mal an, wie schön das mit den Tannen gemacht ist und im Nebel. Wölfe, Bären, Giftschlangen, todbringende Insekten. Sie Alter. Sind alle da draußen und warten. Oh, er ist so belastend manchmal. Das sind wirklich eine Menge Bäume. Bei so einem Anblick fühlt man sich klein und bedeutungslos. Ja, das stimmt. Da gebe ich ihm recht. Das Gefühl hatte ich auch schon mal. So auf einem hohen Berg steht, eine endlose Landschaft und um einen rundherum, am besten noch andere Berge um einen rundherum, mega hoch. Da fühlst du dich schon hart bedeutungslos. Selbst wenn der Strom aus ist, werde ich nicht über den Zaun klettern. Ich habe Jurassic Park gesehen. Ach, ich mag ihn. Auf dem Brocken? Nee, nicht auf dem Brocken. Ich glaube, ich habe auch schon mal auf dem Brocken gestanden, aber das ist ewig her. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Also das letzte Mal hatte ich dieses Gefühl der absoluten Unwichtigkeit, der Unbedeutsamkeit. Im Urlaub, Grenze, wo ist das? Die Grenze Schweiz zu Italien, wirklich in den Bergen. Ja. Wie hieß der Ort? Obergurgel, Hochgurgel, glaube ich, heißt der Ort. Das ist ein Skigebiet. Und wo ich dort war, auf so einem hohen Berg, wo man dann auch essen kann und so. Da ist so ein Glas, so ein Glashaus, rund, wo man drin essen kann. Und wo ich dort war und da draußen stand und so rumguckte, da hatte ich dieses Gefühl das letzte Mal. Das war schon krass. Das war sehr krass. Gerade die E3-Bethesda geguckt, sagte doch, neues Elder Scrolls ist auf dem Weg. Ja, wir reden in 5 Jahren dann wieder drüber, wenn wir dann den ersten wirklichen Trailer sehen. Ich ging die ganze Zeit davon aus, dass sie daran arbeiten. Dieser Trailer war für mich so unfassbar nutzlos. Gott! Ich hasse sie dafür. Rote, scharfe Chilischoten klingt nach einer Rockband. Schnabeltiere lieben trübes Wasser. Habe ich immer auf Familientreffen? Was? Echt? Das Spiel ist echt. Also, die Sprüche sind mega toll, Inge. Die Reaktion von den meisten war aber genial. Ja, natürlich. So, zum Diner. Ich hoffe, ich komme da hin. Na, muss ja. Muss ja da irgendwie hinkommen. Dankeschön. Gut. Hier sind wieder Äste, die er nicht einsammelt. Rastplatz Greystone. Wir haben den besten Sprit weit und breit. Okay. Ein bisschen Alkohol am Steuer soll ja Schwung in die Fahrt bringen. Das hier ist wohl die letzte Raststätte für Meilen. Wahrscheinlich ist er deshalb so der Bär los. Hey. Neonlichter in der Nacht haben was Betörendes. Guten Abend, Mani. Hallöchen. Ich liebe diesen Geruch. Meine Freundin gefragt hat, ob es mir gut geht. Ist da mal am Atlantik gestanden. Ja, das ist bei mir so ein bisschen das Problem, weil ich schon so unfassbar oft am Meer war. Also auch als Kind schon. Wobei ich auch das als Kind auf hohen Bergen war und trotzdem hatte ich
hatte ich vor. Das ist ja erst ein paar Jahre her. Das ist ja fünf Jahre her. Da hatte ich das auch. Aber, ja, man weiß nie. Es sind vielleicht immer dann gerade so ganz spezielle Momente. Frappy, hi. Och, Mani, nicht unbedingt. Also es stört mich, Kleines stört mich deutlich weniger als sowas wie Süße. Unterwegs zu sein. Oder Mäuschen oder was weiß ich nicht was. Das ist mir dann zu nah. Also Kleines finde ich noch okay, weil ich davon ausgehe, dass du älter bist und höchstwahrscheinlich auch größer als ich. In Yelltown hat die Tankstelle die ganze Nacht geöffnet. Hatte die Tankstelle die ganze Nacht geöffnet. Weil ich das vielleicht auch nicht jeden lassen machen würde. Du bist halt auch schon ewig da. Das sind, glaube ich, immer so... Nö, aber es stört mich nicht. Oh, wow, Angry Hoshi. Aber ja, auf den Anfang 2025, das kommt schon hin. Neonlichter in der Nacht haben was Betörendes. Aber ich habe doch gerade die Tankstelle. In Yelltown hat die Tankstelle die ganze Nacht geöffnet. Hatte die Tankstelle die ganze Nacht geöffnet. Du bist jünger, Mani. Du bist jünger. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, du wärst älter. Siehst du? Räubchen, nein, bitte nicht. Irgendwie mega überwältigend, regelrecht melancholisch, aber so positiv. Gibt es das überhaupt? Ja, das gibt's. Hino, ja. Das gibt es. Eben, das ist natürlich jetzt, das ist jetzt eine sehr, eine ganz gute Frage von Strauchi. Wenn du schon so fragst, Mani, warum fragst du so? Du scheinst ja Zweifel zu haben. Sag doch einfach Raupe. Knackige 24 für 2 Monate. Knapp unter 1,90. Ja, dann bist du aber schon ein ganzes Stück größer als ich. Bin doch klein. Winzelig. Nein, kurz. Onkel sagt immer, ich bin kurz. So, gibt's hier noch was? Das Auto? Ein Auto steht hier. Das vermute ich. Es ist alt, aber nichts gegen Professor McBrides schäbige Schrottkarre. Ich hoffe, Halliwell und er konnten sicher aus Yelltown entkommen. Schäbig. Nicht allzu viel los auf dem Parkplatz. Nee, ist vermutlich das Auto der Bedienung. Ah, oh. Eine Werbetafel mit dieser Politikerin aus dem Fernsehen. Ich kann das kaum lesen. Irgendwas über irgendein Gesundheitsprogramm. Okay. Sonst ist hier nichts? Schild? Das Schild von Rhonda's Diner. Die Mücken stehen drauf. Rhonda's Diner. Rhonda's Diner. Na, dann wollen wir mal in Rhonda's Diner gehen. Ah, die Schlanke nennen. Aber niemals Kleines nennen. Das war noch Zeiten damals mit 24. Ah. Gott, sie ist so wunderschön. Ein Bild mit einer Sonne hinter einem großen Berg. Hey, Moment mal. Dieses Symbol von dem Viruskanister ist auf dem Bild. Hat Rangerin Jervis das Symbol hier gesehen? Das ist bestimmt Rhondas scharfe Soße. Ein Bild mit einer Sonne hinter... Yeah. Rhonda, was? Schlüssel? Wessen Autoschlüssel sind das hier? Das sind meine, Schätzchen. Wie sie das gar nicht merkwürdig findet, dass irgendein Fremder hier reinkommt und nach den Schlüsseln fragt? Okay. Okay. Bis die Tage Kasei schon Abend noch. Kurz ist eine Beleidigung. Ach, Quatsch. Hi, Frankie. Schönen guten Abend. Hallöchen. Hallo, Schätzchen. Was kann ich für dich tun? Könnte ich etwas zu essen bekommen? Ich fühle mich, als hätte ich eine Woche lang nichts gegessen. Da bist du hier, genau richtig. Ich mache die besten Sandwiches weit und breit. Willst du mal eins probieren? Klar, warum nicht? Welche Soße möchtest du dazu? Welche gibt's denn?
Klassischer roter Tomatenketchup, überraschend milde Senfsoße, Buffalo-Barbecue-Rauchsoße, süße Limonen-Knoblauch-Mayonnaise und superscharfe Chipotle-Lava. Gib mir die superscharfe Chipotle-Lava. Ach verdammt, ich hab's ganz vergessen. Wir haben keine superscharfe Chipotle-Lava mehr. Such dir eine andere aus, ja? Gib mir die superscharfe Chipotle-Lava. Tut mir leid, Schätzchen. Wir haben leider keine mehr. Such dir eine andere aus, ja? Gib mir die superscharfe Chipotle-Lava. Tut mir leid, Schätzchen. Wir haben leider keine mehr. Such dir eine andere aus, ja? Gib mir die superscharfe Chipotle-Lava. Tut mir leid, Schätzchen. Wir haben leider keine mehr. Such dir eine andere aus, ja? Zwergenschelte, vielen lieben Dank für den Host. Dankeschön. Vielleicht ist mal moin. Schönen guten Abend. Was mit Mario? Klau das Auto, klau das Auto. Mein kleiner Kater sich so dermaßen breit machen kann, sodass ich das Gefühl habe, keinen Platz mehr auf der Couch zu haben. Kann ich die süße Limonen-Knoblauch-Mayonnaise bekommen? Süße Limonen-Knoblauch-Mayonnaise. Kommt sofort. Danke. Das macht dann bitte $4.90. Okay. Wir haben Geld? Ich wusste nicht, dass wir Geld haben. Einfach beibehalten. Ja, eben. Das ist halt auch das. Also es ist auch der Grund, warum ich das bei dir gar nicht so... Ich krieg das gar nicht so mit. Wenn du jetzt nicht nachgefragt hättest, wäre mir das eh nicht aufgefallen, weil du das halt schon sehr lange machst. Inzwischen. Oh. Ach Quatsch, Hoshi. Ah. Ach so, nee, ist nur eine Beleidigung. Ja, ja, genau, doch. Doch, stimmt, genau. Red Zero, schönen guten Abend, Hallöchen. Never change a running system. Noch selbst spielen möchte, werde ich mal gehen, wegen Spider-Last. Das wünsche ich sehr, das finde ich sehr schön, Ingo. Ich wünsche dir unfassbar viel Spaß damit. Und denk genauso wie ich, am besten erinnern wir uns gegenseitig dran, noch eine Steam-Review zu schreiben, wenn wir fertig sind. Ich vergesse das immer. Ich muss das echt mal wieder nachholen. Also auch bei den ganzen anderen Spielen, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Bye bye, Ingo. Ganz viel Spaß. Schönen Abend. Aber ein kurzes Seil. Seil ist beleidigt. Hi, Nusit. Schönen guten Abend. Oh, moin. Ja, bei mir ist auch angenehm kühl, Celestis. Gott sei Dank. Endlich. Endlich. So. Schuppen wie diese lösen in mir ein seltsames Verlangen nach Kirschkuchen und Kaffee aus. Verglichen hiermit sieht meine Küche in Yaletown wie die eines Sternerestaurants aus. Nein, nur übertreibt man nicht. Hallöchen. Hallo, Schätzchen. Was kann ich für dich tun? Schwarzer Kaffee. Wie ist es hier so in Greystone Woods? Oh, ich liebe es hier. Die Menschen sind nicht so hochnäsig wie die Leute in Port Nicola und nicht so dumm wie die Yaletowner. Hey, ich bin von Yaletowner. Ich meine, ich bin ein Yaletown. Anwesende ausgeschlossen. Versteht sich. Pass nur auf dich auf, wenn du im Wald außerhalb der Pfade unterwegs bist. Scharfe Soße ist doch sicher eher rot. Höchstwahrscheinlich Frechdachs. Ich muss das gleich nochmal ändern, glaube ich. Und dann hau ich da einfach die Chili rein und dann ist gut. Ingo, wie gesagt, ich kenne das. Ich vergesse es auch immer. Ich vergesse es auch immer. Aber es hilft halt den Entwicklern. Sachlich aber direkt sagen, wenn sie was stört. Genau. Du hast endlich eine mobile Klimaanlage aus dem Keller hochzuholen. Oh, 27 Grad. Na, immerhin. Immerhin. Könnte ich etwas... Ich fühle mal, mich... Ja, wir machen das hier, mal ganz, genau. Ganz kurz. Klar, gib mir ein Sandwich. Klassischer roter Tomatenketchup, überraschend milde Senfsoße, Buffalo-Barbecue-Rauchsoße, süße Limonen-Knoblauch... Wir nehmen hier klassischer roter Tomatenketchup. Klassischen roten Tomaten. Klassischer roter... Danke. So, und da hauen wir das dann rein. Das Auto haben wir schon aufgemacht.
Kaffee. Das macht dann bitte $4.90. Ja, ja, guck sofort. Aus irgendeinem Grund haben wir ja Geld, von dem ich nichts wusste. Zumindest gehe ich runter in den Serverraum. Der ist angenehm gekühlt sozusagen, Cool Swings. Sollte auch so sein. Können wir jetzt hier? Ob das die Soße ein bisschen näher an super scharfe Chipotle Lava kommen lässt? Hoffentlich. Scharfes Sandwich. Ein Sandwich mit süßer Limonen-Knoblauch-Mayonnaise. Ja, ich hoffe, das funktioniert so. Hallöchen. Hallo, Schätzchen. Was kann ich für dich tun? Wollte gerade fragen, was eine mobile Klima ist, bis es dann so bling macht und mir mit Tilato in diesen Kampf. Naja, so was Ähnliches, ja. Oder? Es gibt ja auch richtige mobile Klimageräte. Also so, was nicht nur ein reiner Ventilator ist. Warum genau sollte ich aufpassen? Naja, es ist so. Ich habe nachts ziemlich lange geöffnet. Wenn ich nach Hause nach Lavender Valley fahre, ist es normalerweise schon dunkel. Letzte Woche, ein paar Mal, da habe ich... Naja, ich habe was gehört, als ich durch den Wald gefahren bin. Erst dachte ich, es wäre irgendein großer LKW. Aber die Straße war leer. Nein! Wie hat es sich denn angehört? Es fing an mit einem lauten Knall. So wie eine Fehlzündung oder sowas. Könnten es Schüsse von Jägern gewesen sein? Ich weiß, wie Schüsse klingen, Schätzchen. Das war wie ein großer Motor. Wie ein schräges, lautes Brüllen. Wo hast du das Geräusch gehört? Ich weiß es nicht. Ich habe es an unterschiedlichen Stellen gehört. Erst auf der einen Seite, dann auf der anderen. Vielleicht das Echo der Greystone Rocks. Also hast du keine Ahnung, aus welchem Teil des Waldes das Geräusch kam? Ich wünschte, ich wüsste es, um einen weiten Bogen darum machen zu können. Da ist irgendwas Gruseliges da draußen. Ich habe genug über dieses seltsame Geräusch gehört. Hey Skorpion, schönen guten Abend. Hast du von Yeltown gehört? Oh, es ist schrecklich, nicht wahr? Wenn ich nur an all die armen Leute denke. Ich bin letzte Woche von dort hierher gekommen. Es ist ziemlich schlimm. Du hast Glück, dass du vor der Quarantäne rausgekommen bist. Zumindest bist du jetzt in Sicherheit. Naja, ich weiß nicht. Irgendwas sagt mir, dass es sich weiter verbreiten wird. An sowas wollen wir hier in meinem Diner gar nicht erst denken, Schätzchen. In Rhondas Diner herrscht gute Laune. Sie sieht gleich so aus wie gute Laune. Wer hat diese Bilder gemalt? Oh, die sind von Cadero. Du hast sicher schon von ihm gehört. Er ist ein berühmter Künstler. Er hat sich hier nach Greystone Woods zurückgezogen. Das ist aber nicht der Farmer, oder? Wo finde ich diesen Cadero? Er hat sich vom öffentlichen Leben zurückgezogen. Er lebt an einem ruhigen, entlegenen Ort draußen in den Wäldern. Ich schaue regelmäßig bei ihm vorbei und schaue, ob alles in Ordnung ist. Bringe ihm ein paar von den Bio-Cupcakes, die er so liebt. Aber du solltest ihn in Ruhe lassen. Er empfängt mich gerne Besucher. Ja, aber ich würde gerne mit ihm reden. Ist er so eine Art Eremit? Oh nein, nein. Nur ein verschrobener Misanthrop, der nie ausgeht. 3, 2, 1, gute Laune! Wie, was mache ich da bloß? Ich mache da gar nichts. Beinhaltete die Anleitung für die Entwickler, wie und wohin sie sich ihr Spiel stecken können, samt Einleitung zum einfachen Einfügen in dieses Körperteil. Das ist aber nicht in Ordnung, Hoshi. Das ist nicht okay. Nicht okay. Nein, nein. Weißt du etwas über das Symbol auf den Gemälden? Nein, nicht so richtig. Caderos Arbeit ist voll mit Symbolismus und versteckten Botschaften. Es übersteigt meine Vorstellungskraft, wenn er anfängt, darüber zu reden. Aber ich liebe es, wenn er so leidenschaftlich erzählt. Guten Hunger, Shanks. Ein Review für Fortnite. Cadero ist ein großer Cupcake-Fan, richtig? Er mag meine Spezial-Bio-Cupcakes. Er ist sehr wählerisch. Ist nur Bio. Deshalb mache ich immer ein paar von meinen speziellen Nischt-Törtchen für ihn. Nischt-Törtchen? Törtchen mit absolut nichts Gutem drin. Aber sie machen Cadero glücklich. Und das macht mich glücklich.
Die zierte Plage, schönen guten Abend. Wenn das Spiel aus dem besteht, was normalerweise aus diesem Körperteil rauskommt, ist es okay. Was weißt du über Jervis, die Parkrangerin? Oh, du hast Colonel Jervis getroffen? Colonel Jervis? So nennen sie hier alle. Ist bloß ein Spitzname. Aber passt ganz gut zu ihr, oder? Es ist gut, dass wir sie haben. Sie kümmert sich wirklich gut um Greystone. Sylvie Art, schönen guten Abend. Hallöchen, so viel Soße? Was? Es gibt nicht zu viel Soße. Das geht doch gar nicht. Guck's. Woher kommt der Spitzname Colonel? Naja, eigentlich war Colonel Jervis ihr Vater. Genau. Er war vor ihr Parkranger hier in Greystone. Davor war er beim Militär. Er hat aber Rain allein aufgezogen. Als sie die Stelle übernahm, hat sie den Namen sozusagen gleich mit übernommen. Sie tut so, als würde es ihr gar nicht gefallen, wenn man sie Colonel nennt. Wenn du mich fragst, findet sie es in Wirklichkeit ganz nett. Mit Sicherheit. Sie ist schon ein kleiner Drache, nicht wahr? Sie ist wirklich ein guter Mensch. Sie mag ein bisschen grob gegenüber Städtern sein, aber sie macht ihre Sache wirklich gut. Du wirst froh sein, dass sie da draußen ist, wenn du stolperst und dir dein Bein verdrehst. Oder wenn du einem Bären begegnest. Oder wenn du ein Kalb im Schnee zur Welt bringst, während der Tierarzt betrunken und als Weihnachtsmann verkleidet an der Theke hängt. Okay, Entschuldigung. Ich werde dran denken, wenn ich das nächste Mal ein Kalb zur Welt bringe. Lass uns über was anderes reden. Wann gibt es Pokémon-Kämpfe in Star Wars? Und wieso Pokémon-Kämpfe? Du kannst mit diesen Kapseln kannst du ein Monster fangen, ja, was dich dann begleitet. Aber du kannst doch nicht. Ist ja nicht hier. Ja, wobei ein bisschen schon, du hast recht. Ein bisschen. Nee, eine Frage zu ihr habe ich nicht. Ich einen weiß heißen, nicht, wollen wir vielleicht Kaffee, noch Kaffee trinken? Kommt sofort. Sehr gut, jetzt haben wir noch einen Kaffee. Verdammt guter Kaffee. Sehr schön. Und wir können ja mit ihm hier noch reden vielleicht. Oh, hier sind noch mehr solche Bilder. Überall ist dieses Zeichen. Also, diese Bilder sind von einem Künstler namens Cardero. Er muss etwas über den Ursprung des Symbols wissen. Freiheit könnte also nach Kalb auf die Welt bringen, riechen hier. Pokémon. Na gut, ja. Das könnte man so sehen, Hoshi. Broadhead, moin, Hallöchen. Also, diese Bild. Er muss etwas über. Also, diese. Er muss etwas. Ach, das sagt er bei jedem Bild jetzt, okay? Sie sonst noch irgendwas? Nelson. Was geht? Hey, was geht? Ich bin Harper. Gerade auf dem Weg durch Greystone Woods. Nelson Wiley. Würde sagen, ich bin auch gerade auf dem Weg. Coole Uniform. Ich habe auch mal in einer Pizzabude gearbeitet. Ich arbeite in keiner Pizzabude. Ich habe oben im Wasserkraftwerk gearbeitet. Er hat dort gearbeitet? Er arbeitet also nicht mehr dort? Doc Marku. Hallöchen. Hi. Ah, that game. Ja, that game. Unforeseen Incidents. Broadhead, vielen lieben Dank für den Reset. Dankeschön für 17 Monate im Kokon. Fühle dich festgeknufft und geknuddelt. Danke für die anhaltende Unterstützung. Wenn ich jetzt auf Anhieb wüsste, was der 17. Monat ist, dann würde ich das sagen. Und würde dir, was auch immer es ist, gönnen. Aber es fällt mir einfach partout nicht ein. Pizza, stimmt! Du hast jetzt Zugang zur kokonianischen, du darfst in die kokonianische Pizzeria, ja? Darfst du dort jegliche Pizza bestellen, die du gerne möchtest, außer Pizza Hawaii. Das Einzige, was es nicht gibt. Pizza Hawaii ist nicht. Roadhead, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, danke. Ja, leider, Rino, leider.
Leider, ich muss mal, wir müssen, glaube ich, sollten wir tatsächlich noch einen Emote-Slot irgendwann mal frei flauschen. Dazu bekommen werde ich, glaube ich, einfach das Nun-Emote nach unten ziehen. Dass das nicht mehr so ist. Irgendwie ist das blöd. Kaffee schwarz wie die Nacht, Hallöchen. Ich hatte das ja eigentlich nur mal als Platzhalter dort reingemacht, weil ich das so toll fand mit dem Nun. Oh, immer gern, Broadhead, immer gern. Danke, danke. Mani, ja, das ist wahr. Der Strauchi ist, was das angeht, ein fantastischer Mod. Strauchi ist nicht nur, was das angeht. Strauchi ist generell ein fantastischer Mod. Wie kommt's, dass du nicht mehr im Wasserkraftwerk arbeitest? Nun. Ich streike. Wirklich? Warum? Nun, um ehrlich zu sein, ist es mein Kollege. Er hat's wirklich auf mich abgesehen. Was? Ich halte das einfach nicht mehr aus. Was sind das für eine? Mir gefällt deine arbeitsverweigernde Art. Du bist ein Held. Es ist nicht, dass ich nicht arbeiten wollte. Aber wenn der Typ alle 5 Sekunden an mir herumnörgelt, mir reicht's. Er ist jetzt auf sich gestellt. Was ist mit deinem Kollegen los? Ach, er beschimpft mich die ganze Zeit. Nennt mich dumm, einen Idioten, einen Volltrottel. Egal, was ich mache, alles ist falsch. Er weiß alles besser. Denkt, er kann den Job ohne mich machen. Das klingt fies. Wie war das mit deinem Kollegen nochmal? Er kritisiert mich die ganze Zeit. Sagt mir, ich soll zur Hölle fahren. Macht sich über den Schnurrbart lustig. Nein, doch nicht über den Schnurrbart. Nein! Was war deine Aufgabe im Wasserkraftwerk? Das System überwachen, die Schaltkreise beaufsichtigen, die Verteilersysteme kontrollieren, die örtlichen Teenager rausfischen, wenn sie im Stausee nackt baden gehen. Kein schlechter Job. Aber nach Gewittern kann es ziemlich stressig werden. Ein Glück, dass ich hier sitze, was? Das stimmt wohl. Gott, den Schnurrbart. Vielleicht mache ich das, Mani, vielleicht. Mich verwundert nur, dass es nicht freigeschaltet ist, wenn man diesen... Und nicht, wenn man den großen macht. Na doch, das sollte aber sein, Rino. Doch, sollte trotzdem. Nicht so? Ja, das verstehe ich auch nicht, Sliffy. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee? Das ist dann aber komisch. Rino. Dann würde ich den Twitch-Support anschreiben. Weil das muss gehen. Das steht sogar bei dem Großen da, dass du auch das Emote vom Kleineren, also vom Zweiten, bekommst. Das ist doch nicht Pedo. Das gehört halt dazu, Badaboom. Kann auch nicht jeder. Hallo? Komische Sache. Nee, wie gesagt, also ich würde... Rino, da würde ich tatsächlich mal den Support anschreiben. Jetzt im Ernst. So, ich kann es halt nicht machen, weil ich kann mich nicht selber es haben. Ich kann es nicht selber probieren. Und die brauchen dann schon einen Account, wo es nicht geht. Es sollte gehen. Das sollte schon gehen. Rauch im Auge? Oh, das ist gemein. Weißt du irgendwas über Carderos Bilder? Wessen Bilder? Carderos. Er hat die Bilder hier gemalt. Ich weiß nichts über ihn. Sorry. Frag am besten jemand anderen. Irgendwas halt. Ich mag so ziemlich alles an dem Spiel. Ich schau mal ab. Bis später. Mach's gut. Cyberox, Hallöchen, schönen guten Abend. Okay, ich glaube, wir haben hier vorerst alles, hoffe ich zumindest. Bye, Rhonda. Jetzt gehen wir noch in das Auto gucken, denn wir haben das ja aufgemacht. Johnny, schönen guten Abend, Hallöchen. Kofferraum. Ups. Sind wir denn hier?
Das sind die besten Cupcakes, die ich je im Kofferraum einer fremden Person gesehen habe. Vermutlich Braun, auch die einzigen. Vollkorn, keine Glasur, kein Belag. Die hier sehen echt öde aus. Das müssen die Cupcakes sein, die Rhonda für Cardero gemacht hat. Gott, es ist, als hätte sich ein Einhorn übergeben. Deswegen haben wir das also gemacht. Können wir den Kofferraum wieder schließen? Nö, ne? Können wir noch was im Auto gucken? Ich schätze, das ist Rhondas Auto. Und dann können wir aber nicht weiter gucken. Ich schätze, das ist Rhondas. Okay. Aber hey, wir haben die Cupcakes. Das sind die Cupcakes, die Rhonda für Cardero gebacken hat. Er verpasst echt was, wenn er nur die langweiligen Bio-Dinger isst. Sehr gut, aber wir wissen jetzt immer noch nicht, wo er lebt, ne? Das wissen wir nicht. Aber wir können das Sandwich jetzt zum Farmer bringen. Das sollte ja jetzt gehen. Bekommen wir das irgendwann bei dir zu sehen? Das weiß ich noch nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Ja, ne? Ich kann es noch nicht sagen. Ich wollte es eigentlich spielen. Tatsächlich wollte es spielen. Ich habe heute eine halbe Stunde bei Dizzy reingeguckt. Und ich weiß es nicht, ob ich es spielen möchte. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich war dann irgendwie nicht so ganz überzeugt. Ich bin doof, ich habe den Stufe 1 Sub gemacht, aber halt für 6 Monate und nicht den großen. Ah, Rino, okay, verdammt. Verdammt. Eineinhalb Stunden live. Viel Fortschritt gemacht und ein bisschen, Johnny, ein bisschen. Also ich würde nicht sagen, viel würde ich nicht sagen. Viel Fortschritt würde ich nicht nennen. Yippie! Ja, durch Mosi. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für den Resub. Danke für 13 Monate. Was war dein Highlight? Du meinst bestimmt die E3. Sag ich gleich. Danke erstmal für 13 Monate im Kokon. Fühle dich geflauscht. Schweben gerade zwei wunderschöne Wandregale durch deine Gummizelle. Entscheide bitte, an welche Wände sie wollen. Bestücke sie mit allerlei Dekorationselementen. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, ist schwierig zu sagen. Ich habe die E3 selber nicht gesehen. Ich konnte also nur im Nachgang versuchen, rauszufinden, was alles vorgestellt wurde. Für mich ist auf jeden Fall ein Highlight, also Cyberpunk, da bin ich unfassbar gespannt. Und Beyond Good and Evil 2. Ich bin auch auf das neue Assassin's Creed, bin ich auch neugierig. Und Fallout 76 natürlich. Aber auch da bin ich eben, es ist halt auch wieder mit sehr viel Skepsis verbunden. Mal gucken. Schwierig. Mal gucken, ob das passt. Hier, eins von Rhondas Sandwiches mit scharfer Soße. Ah, das nenne ich eine scharfe Soße. Danke, Junge. Kannst das Radio haben. Danke. Versprochen ist versprochen. Hallo, Ella. Was passiert, wenn man keine Ahnung von Größenverhältnissen hat? Man bekommt ein 19-Zoll Grafiktablett. Das ist ja richtig groß. Nicht schlecht, Alter. Rosa, schönen guten Abend. Ja, Celestis, den habe ich auch gesehen. Die beeindruckenden 20 oder 24 Sekunden oder was weiß ich. Es ist schön, ja. Schön, schön. Haben sie eine schöne Landschaft gezeigt. Toll. Ja, das Spiel ist Konzept. Es gibt nichts. Ich hasse sie so ein bisschen, dass sie diesen Trailer gezeigt haben, dass sie diesen Teaser auch rausgehauen haben. Wozu, wenn ich jetzt sowieso noch 5 oder 6, 7 Jahre warten muss? Ist doch so was Nutzloses. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr über die E3 debattieren. So, kriege ich. Ach, das Radio habe ich ja jetzt bekommen. Kein guter Radioempfang. Ich sollte es mal an einer höher gelegenen Stelle probieren. Ja, das sollten wir. Das machen wir auch so denn. Was wäre denn eine E3 gewesen ohne ein neues Assassin's Creed? Ja, eben. Also das wäre ja schon irgendwie sehr merkwürdig.
Ah, Hoshi, nee. Weil es den Kuchen ja dann gibt. Also der Kuchen ist existent. Das ist halt bei Elder Scrolls 6 nicht der Fall. Sie haben halt nur gesagt, hey, übrigens, wir arbeiten dran. Gut, Schluss jetzt. Ich höre auf jetzt. Tut mir leid. Ist nicht so einfach für mich. War echt sauer. Was geht denn jetzt? Was muss ich denn? Oh Gott. Ich glaube, das war schon sehr richtig so. Huch, nein. Oh Gott. Okay, so lasse ich das. Und jetzt gehen wir an den anderen Punkt. Glaube ich, oder? Das wird es doch sein. Da bestimmt das Rätsels Lösung. Wie als Raupe vor Wochen sagte, wie geil das neue Merch sein wird. Ja, genau so. So in der Richtung, ja. Ja, da war es schon in Arbeit und ich hatte schon eine Skizze, die quasi aussah wie das fertige Design. Ja. Ein paar Bäume schützen die Stelle hier vor dem Wind. Dass das dann noch so lange gedauert hat, gut, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Aber es sieht dafür fantastisch aus. Der Baum sieht nicht so gesund aus. Er ist ausgetrocknet und brüchig. Wenn ja, was passiert da noch? Naja, es fehlen ja noch ein paar Entwickler. Es gibt ja so ein, zwei Entwickler. Nur noch 12 Jahre, bis die Elder Scrolls 6 kommt. Hey. Der Baum sieht nicht so gesund aus. Ja. Er ist ausgetrocknet und brüchig. Ja, genau. Kannst du da nicht hier irgendwie vielleicht was abbrechen oder so? Nö, ne? Willst du nicht. Natürlich nicht. Willst du auch die Steine nicht mitnehmen, stimmt's? Es gibt keinen Grund, meine Tasche mit Steinen zu füllen. Ja, Celeste, das wird aber in 20 Jahren dann nicht mehr so hoch sein, diese Systemanforderungen, die du gerade schreibst. Merkt ihr, dass es über mehr Jahre werden? Ja, das ist Absicht. Greystone Woods Naturlehrpfad. Das Schild zeigt ein paar Informationen über Wildtiere in Greystone. Wildtiere? Was denn für welche? Krishan, Namen. Die Region Greystone nennt sich augenscheinlich tiefe natürliche Schönheit. Das sollte ich mir auf ein T-Shirt drucken. Frechtags, ja, dass das so heißt, das wusste ich, weil sie das im Spiel gesagt haben. Also er hat selber gesagt, er würde eine Triangulation versuchen. Ich kann ein paar andere Gipfel sehen, aber der hier ist verdammt hoch. Verdammt hoch. Ich kann Rangerin Jervis Hütte von hier sehen. Ich hoffe, da ist niemand. So, die Fahne. Die Flagge scheint die Spitze zu markieren. Ja, dann geh mal da kann ich nicht hingehen. Okay. Erstaunlich, dass dir nicht vom Sturm umgeweht wurde. Nein, die sollen die Finger wegnehmen, Kiale. Die Finger weg! Ich koche heute mal. Ich hoffe, der Smiley-Lieferant braucht nicht so lange. Aber die PKs werden nicht gezeigt, oder? Doch? Durch Musi? Wieso? Warum nicht? Doch, müsste eigentlich. Na, aber jetzt haben wir doch den Punkt. Ist das nicht richtig? Ich kann ja den jetzt hier nicht bewegen. Kann ich die Kreuze verschieben? Nee.
Aber normalerweise kann ich halt auf der Karte hier rumdrücken, aber das geht halt jetzt gerade nicht. Rechte Balken um 180 Grad zu drehen. Okay. Ich glaube, hier ist das Signal von beiden Punkten aus am besten. Da muss die Quelle der Übertragung sein. Danke, Dietrich. Lovely. Dankeschön. Ich wäre jetzt wirklich nicht auf die Idee gekommen, das rumzudrehen. Das ist eine Triangulation, Junjun. Eine Triangulation. Auch mal ein Korn gefunden. Sehr gut, Chitri. Der Wald hier ist sehr dicht bewachsen. Man kann die Antennen kaum sehen, bis man fast davor steht. Ganz schön finster hier draußen. Ziemlich beängstigender Ort. Aber hallo. Dieser Ort hier war geschützt wie Fort Knox. Irgendwer wollte wirklich nicht, dass da Leute reinkommen. Du kannst Flatulenzen nennen, wie du willst. Satz des Pythagoras genannt? Was? Eine Triangulation? Das fühlte sich gerade nicht an wie der Satz des Pythagoras. Es ist a² plus b² gleich c², oder? Das könnte hilfreich sein. Nimm mich mit. Okay. Scherz. Versucht mich zu kriegen, ihr Wildtiere. Ich bin jetzt bewaffnet. Entschuldige. Soundfall steht bereit. Bewaffnet. Ein bitteres Ende für einen stolzen Zaun. Duna, Hallöchen. Wieder mal mit Witcher durch. Oh nein, Shane, nein. Von hier muss dieses seltsame Signal kommen. Was ist das für eine Station? Das weiß ich halt auch noch nicht so richtig. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Ach Mist, der Baum versperrt den Eingang. Ich muss da irgendwie rüberkommen. Sieht wie ein weiteres altes Militärgebäude aus. Aber das hier wurde mit ziemlich viel moderner Technik aufgemotzt. Was? The Frasers, natürlich. Ich meine so, hallo, schlag nach. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Wieso nicht? Ich glaube nicht, dass du... Nein. Bewirf es mit einem Sandwich. Das ist nicht richtig. Ja. Sag ich doch. Nino. Der Sturm... Kein Durchkommen. Der Stamm wiegt bestimmt ein paar Tonnen. Okay, wie komme ich dann da hin? Das ist doch kacke. Ah, warte, vielleicht können wir mit Dingsbums... Warte. Vielleicht können wir mit ihr hierher fahren. Mit dem Jeep. Mit derselben, ne? Wisst ihr? Viel Spaß im Lock hier alle. In Dreiecke und deren Ausmaß ist das klassische Verfahren der Geodäsie zur Durchführung einer Landesvermessung. Weiß ich Bescheid. Taschenmesser, keine Säge. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, Mani, das stimmt auch. Das würde ich auch nie bestreiten. So. Vielleicht können wir dein Jeep benutzen? Hey. Na? Hallo, Colonel. Hör auf, mich so zu nennen. Ich habe das Symbol gefunden. Es ist auf den Bildern im Diner. Natürlich. Ich habe Kaderos Bilder hunderte Male gesehen. Warum benutzt Kadero dasselbe Zeichen wie diese Irren von der RHC? Kadero ist harmlos. Ich meine, er ist nur ein bisschen verrückt, weil er alleine mitten im Nirgendwo wohnt. Ich bin nicht verrückt. Wenn ich mich einsam fühle, rede ich einfach mit Vater. Kilox, schönen guten Abend. Weißt du, wo Kadero lebt? Oh ja, er versteckt sich auf dem alten Militärgelände oben auf Conifer Canyon. Conifer Canyon. Bis später. Wiedersehen. Na, ich wollte eigentlich Hallo, den Jeep... Hallo, Colonel. Hör auf, mich so zu... Bis später. Wiedersehen. Toll.
Krieg den Jeep nicht. Fantastisch. Hoshi, du siehst hier gerade ein Spiel, was du dir kaufen könntest, aber du magst ja keine Point-and-Clicks. Mann, die Selbinde wäre echt praktisch gerade. Der Pickup-Truck der Rangerin. Damit fährt Jarvis durch den Wald und erschreckt die Leute. Der läuft, der die immer. Der läuft, Johnny. Das ist nicht weit. Das sieht nur weit aus. Das ist nicht weit. Ladescreen auf. Schaue ich halt hier etwas. Hi, Viper. Schönen guten Abend. Oh, es ist ein. Stehen wir jetzt hinter einem Zaun? Warte, was? Gott, wie krank. Ein Stacheldrahtzaun. Nicht sehr einladend. Nee, wirklich nicht. Ein Teich. Ein strömender Bach mit kaltem, klarem Gebirgswasser. Widerlich. Gibt's hier draußen keine Cola? Wenn man da reinsteigt, friert man sich einiges ab. Und wird von Schnabeltieren gebissen. Gegensprechanlage, Zaun, Kräuter. Kommen wir nicht hin. Hallo? Keine Besucher! Sie sind dieser Künstler. Cardero, richtig? Keine Besucher! Also, woher kenne ich die Stimme? Kann ich reinkommen? Nein! Keine Besucher! Verschwinde! Oh, woher kenne ich die Stimme? Aus dem Film. Nee, es ist nicht Annie. Okay, oh. Ich muss mit Ihnen reden. Zu beschäftigt. Das ist eine bekannte deutsche Synchronstimme. Und nicht aus Breaking Bad. Ich kenne Breaking Bad nicht. Warum so unsozial? Keine Freunde, keine Feinde, keine Besucher. Oh, wer ist denn das? Walking Dead? Nee, wer soll denn das sein? Nee. Sie sind nicht gerade sehr höflich. Fremde nicht willkommen! Nee, nee, nee. Der am Anfang Rick rettet. Nee, 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 nee. Guck mal, hell draußen in die Sonne schubsen. Mach auf, du durchgedrehter Hinterwäldler. Verschwinde. Ich weiß, wen du meinst, Fee Felix, aber das ist ja nicht. Es ist nicht Ronny. Es ist nicht Ronny. Aus Borderlands könnte sein. Oh, das kann sein. Borderlands könnte sein. Was? Der Leuchtmusi. Ein PC fürs Zocken für 700 bis 800 €. Ja, würde ich auch nicht hier fragen, sondern würde ich, wir haben im Discord eine Technik-Ecke, würde ich da fragen. Würde ich tatsächlich dort fragen, weil das, ne, also da kriegst du dann vielleicht auch Vorschläge und so. So. Weil eine gute Grafikkarte kann schon fast viel kosten. Zweite Frage, du hast mit Gaming anzufangen. Du zockst doch häufig schon, oder? Was hältst du von dem Namen Corngrain? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dankeschön. Dankeschön. Es ist die Synchro von Samuel L. Jackson. Ich habe doch gesagt, der ist bekannt. Das ist eine bekannte Stimme. Mann, danke. Danke. Danke, Phil Felix. Engelbert von Nordhausen. Ja.
Fahrgepreise wieder runter, nur die Preisabsprachen beim RAM halten, den nach oben. Dankeschön. So, hier übrigens. Ich habe hier ein paar Cupcakes. Würdest du bitte einfach Cupcakes? Stell sie vor die Tür. Wobei, ist das echt... Naja, das wird schon stimmen. Was ist mit meinem Trinkgeld? Können wir in Ruhe sterben. Wirst du von Cardero sehen. Lass die Cupcakes hier. Auf keinen Fall. Lass mich rein. Nein! Keine Besucher! Lass die Cupcakes hier und geh! Ich kann sie nicht einfach hier draußen in den Wald stellen. Gesundheitsvorschriften. Gesundheitsvorschriften? Das ist nicht Ronny. Das ist nicht Ronny, die Blume. Es ist nicht Ronny, die Blume. Und ja, Samuel Jackson klingt tiefer, finde ich auch. Oh, Ben Stiller. Oh, das könnte sein. Oh, Beck. Jenny, schönen guten Abend, Hallöchen. Ich kann diese leckeren Cupcakes nicht in so einem unhygienischen Waldstück abladen. Am Ende sind sie noch voll mit Keimen. Okay. Bring sie durch das Tor. Geht doch. Korn gleich Mais? Maybe. Rino? Jepoi! Tralias, vielen Dank für den Resub. Danke für 15 Monate im Kokon. Fühle dich fest, geknuddelt und geknufft. Danke für die anhaltende Unterstützung. Der 15. Monat, du darfst jetzt Igor in deine Gummizelle zitieren. Einfach mit dem kleinen Porzellanlöffel gegen den Schädel klirren. Igor kommt vorbei, nimmt deine Getränkebestellung auf. Und wenn du Glück hast, bringt er dir die Getränke dann auch irgendwann. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für 15 Monate. Unsere kleine Raupe Kevin ist nur ein halbes Jahr alt. Es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Danke, Trials. Ich hoffe, dass wir ihn auch ohne Gegensprechanlage nochmal zu hören kriegen. Du hast Cupcakes im Inventar? Ja. Bio-Cupcakes. Das muss dieser Cardero hier verloren haben. Reiter der Staubwüste. Ein Sheriff Cardero-Abenteuer. Cardero? Nanu? Nanu? Carderos Cowboy-Taschenbuch hat lauter Eselsohren und fällt schon auseinander. Reiter der Staubwüste. Cardero? Gucken wir uns hier erstmal um. Diese Skulptur sieht aus wie ein gruseliger Gartenzwerg aus geschmolzenem Metall. Ich vertraue ihm nicht. Sieht aus wie ein kleiner Druide. Mönch oder sowas. Könnte sein. Wow. Ist wieder die Aussicht? Selbst in der Dämmerung kann man meilenweit schauen. Die Aussicht ist nicht ganz so schlecht. Wow, die Skulptur hier sieht aus wie ein riesiger Adler aus rostigem Blech. Wow. Er sieht aus, als könnte er plötzlich lebendig werden und wegfliegen. Beängstigend. Ja, der sieht schon gut aus. Irgendeine Alteisenskulptur in der Form eines Schwertes. Ich ziehe jetzt nicht das Schwert aus dem Stein. Wieso nicht? König von England werden zu müssen, kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Oh Mann. Der Bunker sieht ziemlich sicher aus. An so einen Ort würde man gehen, wenn die Welt untergeht. Vielleicht ist Cardero nicht so verrückt, wie die Leute sagen. Ich kann kaum glauben, dass Cardero ganz alleine hier draußen lebt. Allerdings ist es nicht so viel anders als zu Hause in Yelltown. Nur besser gerüstet für die russische Invasion. Die Skulptur hier sieht aus wie ein Wikinger oder ein Priester oder sowas. Ist das Kunst oder kann das weg? Schönes Achievement. Sich Gandalf absichtlich in den Vorgarten zu stellen, ist schon eine fragwürdige Entscheidung. Wieso? Tolu? Ich sehe zwar den Clip nicht, aber ich sehe, dass das die Biber sind. Da steht schöne Raupe gönnen. Haben die Biber eine Raupe gegessen? Hey, was ist mit den Cupcakes? Leg sie einfach vor die Tür.
Nein. Verhaut die Biber, das gibt's ja wohl nicht. Ich fass es ja wohl nicht. Boah. Ich nehme echt den Edding mit zur Gamescom. Boah. Einem Trailer wurde eine Raupe verspeist. Ach, in einem Trailer von der E3. Harper wird von Thomas Kaschel gesprochen. Den finde ich übrigens sehr gut gesprochen. Zum Sport wünsche ich euch einen tollen Abend. Bye bye, Rino. Wünsche dir viel Spaß. Was ist mit den Gesundheitsvorschriften? Caderos Gelände ist makellos sauber. Makellos! Lass die Cupcakes hier und geh. Warum spricht er in der dritten Person von sich selbst? Ich gebe dir die Cupcakes, wenn du rauskommst. Auf keinen Fall. Verpfeif dich! Bist du nach Cardero, dem Cowboy, benannt? Du liest Cardero-Bücher? Pavardes, schönen guten Abend. Hallöchen. Aber sicher. Ich bin ein großer Fan von Cardero. Er ist ein super mutiger Cowboy, nicht wahr? Eigentlich ist er der Sheriff. Furchtlos im Streben nach Gerechtigkeit. Glaubst du, Sheriff Caldero würde sich wie ein Feigling aufführen, wenn jemand bei ihm mit einer Packung Cupcakes vorbeikäme? Komm schon. Warum kommst du nicht raus und blickst diesen Cupcakes in die Augen? Wie ein echter Mann. Naja. Warte. Heiner? Hallöchen. Hallo. Ich habe ein paar deiner Bilder in Rhondas Diner gesehen. Du bist kein Kritiker, oder? Nein, nein. Mir ist nur aufgefallen, dass sie alle dieses seltsame Symbol haben. Nein. Nein. Cardero weiß nichts darüber. Nichts. Du musst dich doch daran erinnern, das Symbol gemalt zu haben. Nein. Keine Erinnerung. Alles ist weg. Verschlossen. Hör zu, ich muss wirklich herausfinden, was dieses Symbol... Nein, du musst zuhören. Cardero kann manche Dinge nicht in Worte fassen. Er hat es zu Kunst gemacht. Es verborgen. Matra, Moinsen, ich weiß nicht, wieso kein Alert kam. Von den drei Fragezeichen? Oh, Dobermann, ich habe keine Ahnung. Und, Hatra, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 18 Monate im Kokon, für dieses Geflauschen und viel Spaß mit deinem Klappwand-Box-Springbett. Endlich bequem schlafen im Kokon. Dankeschön. Wo kam der langhaarige Bombenleger hin? Aus dem Bunker. Oliver Rohrbeck. Also ist es der, sozusagen. Ist es richtig? Oliver Rohrbeck. Unter anderem Ruh und Ben Stiller gesprochen. Ruh? Alles klar. Aber ich wusste, ich kenne die Stimmen. Chirame, moin. Hast du etwas versteckt? Hatte es etwas mit dem Symbol zu tun? Cardero hat all die Erinnerungen genommen. Das Meisterwerk versiegelt sie alle. Cardero hat sie verschlossen im... Ach, du würdest es nicht verstehen. Klar würde ich es verstehen. Ich liebe diesen ganzen Kunstscheiß. Sag mir, wo du es versteckt hast. Was denkst du über das Triptychon? Das Tripti was? Ach, deswegen, Hatra, dann war das wieder der Bug. Ja, den hat Twitch aktuell manchmal. Da kann man das mehrfach teilen. Offensichtlich fängt das Tippi jetzt aber vielleicht ab. Das kann natürlich sein. Trotzdem, Dankeschön. Sehr gut, Kiale. Viel Spaß mit dir. Das Trip was? Wenn du Caderos Kunst wirklich verstehen willst, geh zurück ins Diner. Schau dir die drei Bilder an. Das Unheil, die Erlösung, die Dämmerung. Das Triptychon. Rede mit Leuten. Lern die Geschichte. Finde die Bedeutung. Okay, also, wenn ich dieses Triptychon verstehe, erklärst du mir, was das Symbol bedeutet? Cardero spricht durch seine Kunst.
Verstehe das Triptychon und du magst dafür bereit sein, das Meisterwerk zu sehen. Oh Mann. Ich meine, danke. Na, mal gucken. Ich glaube, ich verstehe das Triptychon jetzt. Hältst du Cadero für dumm? Du bist nicht mal weg gewesen. Entschuldige. Mist. Bin bald wieder da. Santonikum, moin moin. Mist, verdammt, ja. Oh, schade. Wieso weiß das Spiel denn? Ich war ganz weit weg. Mist, Mist, Mist. zum Diner. Abend, Kavingo. So. Okay, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Also, diese Bilder sind von einem Künstler namens Cardero. Er muss etwas über den Ursprung des Symbols wissen. Ja, da kommt ja leider auch nicht mehr. Vielleicht weiß Rhonda mehr. Hallo, Schätzchen. Was kann ich für dich tun? Aber Rhonda hat gesagt, sie hört ihm immer nicht zu. Was kannst du mir über diese drei Bilder sagen? Das kryptische Triptychon? Weißt du, ich glaube, diese Werke bedeuteten für Cadero eine große Wende. Er hat immer gesagt, seine Kunst entspringt tief von innen, aus seiner Vorstellungskraft. Aber als er das letzte der drei Bilder erreichte, fing er an, real existierende Motive zu malen. Aus dem Leben hat er das genannt. Ich flehe ihn immer wieder an, mich zu malen. Weißt du, wie die Bilder heißen? Ehrlich gesagt, habe ich die Namen nie genau verstanden. Ich erinnere mich, dass das Bild mit der Sonne passenderweise die Dämmerung heißt. Es ist mein Lieblingsbild. Ich glaube, die anderen heißen die Erlösung und das Unheil. Aber welches ist welches? Keine Ahnung. Vielleicht beabsichtigt der Künstler, uns im Unklaren zu lassen. Ich glaube, ich schreibe mir mal ein bisschen was auf, wenigstens. Petermanieren, schönen guten Abend. 81 Calls, Hallöchen, Moin, Kellerkind, schönen guten Abend. Ja. Was hast du nochmal über Calderos Bilder gesagt? Oh, schönen guten Abend. Die Dämmerung, das Bild mit... Wie gesagt, die Bilder waren eine Art Wendepunkt für Cardero. Als er am letzten Bild arbeitete, begann er real existierende Motive zu malen. Erinnerst du dich, welches sein letztes Bild war? Nicht wirklich, Schätzchen. Ich bin es so gewohnt, die drei zusammen zu sehen. Tyrion, Angel, Moin. Ich erinnere mich nicht mehr richtig. Kleines Elend, Hallöchen. Ich schau mal wieder ab. Bis später, Schätzchen. Ich denke, das hier wird es mit dem Realen sein. Die Erlösung und das Unheil. Also, diese Bilder... Er muss etwas über den... Was geht? Nicht viel. Das bringt ich schau mal nicht. Ab. Mach's gut. Das ist vielleicht die Erlösung und das ist das Unheil? Bei mir erfahren wir, glaube ich, auch gar nicht. Yippie, Sazelo, vielen, vielen lieben Dank für 4 Monate. Eigentlich will ich ja gar nicht stören. Das ist nicht so schlimm. Danke für ganze 4 Monate, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank für die anhaltende Unterstützung. Der Elektriker ist auf dem Weg zu dir, wird den Lichtschalter installieren. Endlich kannst du das Licht an- und ausmachen, so oft du nur möchtest.
Und nimm dir bitte Handtaufeln aus dem Textil deiner Wahl mit in die Gummizelle, damit die Füße nicht mehr frieren müssen. Dankeschön. Danke, danke. Vielleicht weiß er noch was, wobei ich das bezweifle. Aber wir gucken trotzdem mal nach. Vielleicht weiß der Farmer ja was. Man weiß ja nie. Ist auch noch stickig. So Hallo. Schlimm, Therion. Yep. Bei uns ist es angenehm heute. Sehr, sehr angenehm. Oh! Könnte Ihr Traktor einen wirklich großen Baum bewegen? Natürlich könnte er das. Er ist ein Ungeheuer. Würden Sie den Baum für mich aus dem Weg ziehen? Ich denke schon, dass ich dir helfen könnte. Scheint ganz vernünftig zu sein. Aber solange mein Strom aus ist, kann ich die Farm nicht verlassen. Gibt's da Neuigkeiten? Hab bei Harwood Energy angerufen. Diese beiden nutzlosen Ochsenbimmel drüben im Wasserkraftwerk kriegen nix auf die Kette. Jetzt muss ich mich erst darum kümmern. Der Sturm hat ordentlich Schaden angerichtet, schätze ich. Oh, fantastisch. Wo genau ist das Wasserkraftwerk? Ist oben im Norden, in der Nähe von Lake Delilah. Alles klar. Mador, hallöchen. Heaven Sween Burn, aloha. Immer noch keinen Strom hab. Auch in der Deckenlampe nicht. Ach, du hast ihn doch nur nicht reingelassen, Wolf. Selber schuld. Würden Sie den Baum wegziehen, wenn ich Ihren Strom wieder zum Laufen kriege? Naja, klar. Ich denke, dann wäre ich dir was schuldig. Hab allerdings keine Seilwinde. Du besorgst dir besser eine. Okay. Was hat es mit diesen Ochsenkimmeln auf sich? Das Kraftwerk wird von zwei Brüdern betrieben. Zwei wahre Streithähne. Ja. Ich glaube, ich habe einen von ihnen getroffen. Wahrscheinlich gehen sie sich gerade an die Kehle, statt meine Stromversorgung zu reparieren. Auf einem alten Bahnhofsgebäude. Klar, das hat er mir erzählt, Wolf. Ja. Der hat es mehrfach versucht, ja. Geklopft, geklingelt, niemand ist aufgemacht. Wissen Sie etwas über Carderos Triptychon? Sein Tripper was? Wie gut denkst du, kenne ich diesen Kerl? Ich meine die drei Bilder im Diner. Die? Verbrechen am guten Geschmack. Verstehe nicht, wieso Rhonda sie nicht abnimmt. War da, als er diese große gelbe Sonne angeschleppt hat. Er muss das zweite oder dritte gewesen sein, das er gepinselt hat. Wenn's ein Penner in sein Feuer schmeißen wird, wird's der Menschheit mehr bringen. Hab's ihm gleich so gesagt. Da hat er mich nur angestarrt, als wenn ich der Bekloppte wäre. Sie haben eins von Carderos Bildern erwähnt. Das ist die Dämmerung. Ja, die Sonne. War es ein zweites oder drittes. Aber er hätte mal besser aufhören sollen, bevor er überhaupt angefangen hat. Wenn du mich fragst, sollte ein Künstler heutzutage nicht mehr malen. Bin ich der Einzige, der sich an Marcel Duchamp erinnert? Okay. Seltsame Dinge. Vielleicht weiß er was? Ich habe gehört, dass im Wald seltsame Dinge vor sich gehen. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Da draußen geht irgendwas Seltsames vor. So viel ist sicher. Haben Sie das seltsame Geräusch auch gehört? Nein, aber ich habe etwas gesehen. Was denn? Kann nicht genau sagen, was das war. Vor ein paar Nächten war ich drüben im Diner für ein Bier und ein kleines Abendessen. Sternklare Nacht. Ich dachte mir, ich könnte nach Hause laufen. Habe eine kleine Abkürzung durch den Wald genommen. Und dann ist es aufgetaucht. Diese Kreatur aus dem Unterholz. Es war eine Bestie, wie ich sie nie zuvor gesehen habe. Creepy? Ein Stinktieraffe? Ein Bigfoot? Es sah aus wie ein kleiner Bär. Aber es hatte diese schwarzen, schmierigen Krallen. Beißender Gestank. Wilde, starrende Augen. Meine Hände zitterten. Ich blickte der Bestie ins Gesicht und dann... Bang! Habe ein paar Schüsse abgegeben. Sie entkam auf allen Vieren ins Gebüsch. Und das Heulen.
Ein kreischender, entsetzlicher Schrei, als würdest du einen Rotfuchs erdrosseln. Heftig, Mann. Krass. Haben Sie die Bestie je wieder gesehen? Keine Spur von ihr. Gott sei's gedankt. Ich hoffe, ich begegne ihr nicht. Bleib ganz ruhig. Hab das Heulen seit dieser einen Nacht nie wieder gehört. Ich schätze, ich hab sie aus Greystone vertrieben. Bestimmt hätte er das. Mexikanische handtellergroße Springvogelspinne? Möglich. Japanisches. Bitte was? Hoshi? Jochen, schönen guten Abend. Oh, 17. 27 Grad, nicht 17? Du hast ein Auge zugeknipst? Zwergenschelte, bitte? Mal wieder was Unbekanntes im Stream. Das ist Unforeseen Incidents, Jochen. Das habe ich schon am Samstag gespielt. Ein wunderschönes neues Point-and-Click von einem deutschen Entwicklerstudio, was unbedingt unterstützt gehört. Deines Studio. So, also er hilft mir mit dem Bauen, das wissen wir. Mehr hat er über Kidero auch nicht. Irgendwas Neues über das Yelltown-Fieber? Ist eine wahre Schande. Ich hatte einen Onkel in Yelltown. Aber das haben sie davon, wenn sie Leute einsperren wie im Viehwagen. Krankheiten verbreiten sich. Ist nicht naturgemäß. Menschen brauchen Platz, Luft. Yelltown ist keine große Stadt. Was ist mit Port Nicola? Nie da gewesen. Hab's auch nicht vor. Ähnliches hat der Andi auch über das Spiel gesagt. Ja. Ich hau mal ab. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt auf zum Kraftwerk. Und den Bruder davon überzeugen, dass er seinen anderen Bruder wieder einstellt. Ach Quatsch, hier kommen wir ja gar nicht weiter. Ich. Lops. Kann ich die Karte eigentlich einfach benutzen? Oh, ich kann die Karte einfach benutzen. Oh, das ist aber toll. Das ist super. Trinken, ja. Ich hab doch gerade erst. Du magst Züge. Das ist schön. Ich wünschte, ich könnte einfach wegfahren. Aber ich muss erst diesen Viruskanister für Professor McBride zurückbekommen. Wieso, Onkel? Was hat sie denn jetzt schon wieder gemacht? Hat sie sich nochmal vertan? Parken nur für Mitarbeiter von Harwood Energy. Zugang zum Staubecken nicht gestattet. Yay. Gut, dass ich das hier alles erlaufe. Ich hätte schon Lust, das Multitool zu zücken und mal zu schauen, wie der ganze Kram hier funktioniert. Aber ich glaube, ich muss die Welt retten oder so. Nur noch kurz die Welt retten. Scheint in Betrieb, aber nicht sonderlich gut gewartet zu sein. Hey, Deja, schönen guten Abend. Schön, Onkel, schön. Tja. Hier sind eine Menge Rohre. So ist es. Rohre scheinen hier eine wichtige Rolle zu spielen. Rohre! Okay. Tür, Fenster, Gerät. Ein Schick im Material. Aber natürlich. Irgendjemand arbeitet wohl in der Spätschicht. Scheint ein ruhiger Ort zu sein. Gigantische Rohre. Man muss sich mal vorstellen, wie viel Wasser hier schon durchgekommen ist. Ja. Wunderschönes Geräusch. Kein Türgriff. Wow. Hoshi. Ganz schön dicke Tür. Wow. Sieht so aus, als müsste man ein Passwort oder so eingeben. Keine Ahnung, was das Passwort sein könnte. K-
Können wir nicht klingeln? Alter? Hm, sieht so aus als... Schnurrbart. Das Passwort ist Schnurrbart. Das ergibt keinen Sinn. Findest du? Er hat Droge gesagt. Gott. Manchmal. Gigantische Rohre. Ich kann noch gar kein Passwort eingeben, Wolf. Das war jetzt Absicht, was? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Hä? Ich hier irgendwas mit Absicht tun würde. Wir gehen nochmal zum Diner. War das Passwort? Junik! Hallöchen! 0451, na, welches Spiel ist das? Was? Ob ich mir Passwörter aus Spiel merke, Lul? Oh. Gigantische Rohre. Hey, Nelson. Was geht? Nicht viel. Ist dir klar, dass da draußen gerade eine komplette Farm keinen Strom hat? Läuft nicht so gut ohne mich. Was, Ed? Ed? Ich bin Harper. Edwin, mein Kollege. Ach ja, ich erinnere mich. Er war nicht besonders nett zu dir. Ja. Tja. Wenn Ed Probleme hat, ist das Musik in meinen Ohren. Deus Ex. Das habe ich nie gespielt. Das kenne ich nicht mal. Vielleicht solltest du einfach zurück an die Arbeit gehen. Auf keinen Fall. Weißt du, was sein letzter Witz war? Er hat das Zugangspasswort in eine Beleidigung geändert. Ich muss mich selbst beleidigen, bevor ich überhaupt ins Kraftwerk komme. Das ist ja wohl das Letzte. Was war noch der neueste Streich deines Kollegen? Er hat das Zugangspasswort in eine Beleidigung geändert. In eine Beleidigung. Ich muss mich selbst Das ist ja... Er muss sich selbst beleidigen. Gut. Also diese... Er muss Nein. etwas über den... Nein, geh. Eine markante Nummer. Eines meiner Lieblingsspiele. Heißt ja nicht, dass ich... wobei, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kenne das... Hab's nie gespielt. Weiß nicht, schwierig. Aber ich habe viele Spiele noch nie gespielt. Es gibt so unfassbar viele Spiele. Warum gibt es auch so viele Spiele? Ah... Oh, verbittert. Schönen guten Abend, Hallöchen. Ist die Nacht vorbei? Therion, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Bye bye. So. Ach, scheiße. Man kann hier ja wirklich durchgehen. Das ist natürlich jetzt schwierig. Okay, dann brauche ich wirklich das. Ich brauche das Wort. Sonst wird das nichts. Ohne das Wort. Kaderos Cowboy-Taschenbuch hat. Quatsch. Ohne das Wort wird das nichts. Bei irgendein. Pass. Also irgendein. Ah! Aber das ist. Das war ja jetzt schon. Na, aber das ist ja eigentlich. Das, was der Farmer gesagt hat. Denn Edward Rackham. Ich frag ihn nochmal. Weil. So hat der Farmer die Zweier genannt. Was geht? Nicht viel. Das wäre merkwürdig. Wie war das mit der. Er kritisiert mich die ganze Zeit. Nennt mich dumm. Blödmann, Trottel, Vollidiot. Einen Trottel, einen Vollidioten. Sagt mir, ich soll zur Hölle fahren. Macht sich über den Schnurrbart lustig. Nein. Doch nicht über den Schnurrbart. Okay. Drei ich haben schau wir. Mal ab. Mach's gut. Eins von den dreien ist es. Blödmann, Trottel oder Vollidiot.
Nein, doch. Oh. Naja. Doch, das ist, wenn du das als Passwort eingeben musst, schon, ne? So, was hat man? Der Blödmann ist schwierig wegen OE, also wegen dem Öl schon. Wir probieren es mal mit Trottel. Ach, scheiße. So gut. Ja, jetzt konnte ich es, Wolf. Jetzt konnte ich es. Ich musste aber erst mit ihm sprechen. Also ich musste erst nochmal zurück. Vorher konnte ich es nicht. Da kam hier nichts bei dem Gerät. First try. Raupe, die Hackerin. Lucky Punch. Ja, naja, Blödmann, wie gesagt, war das Erste und das konnte ich mir wegen dem OE nicht vorstellen. Wie bist du hier reingekommen? Ich bin Hacker. Fox Mulder, FBI. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Soll das ein Witz sein? Hat mein unterbelichteter Bruder dich geschickt? Dein Bruder? Nelson! Wenn er mir jetzt irgendwelche Dorfdeppen vorbeischickt, um mich zu nerven, geht dieser Penner zu weit! Moment mal. Nelson Wiley ist dein Bruder? Das wussten wir doch von dem Farmer schon. Was tut denn Harper jetzt so? Wir wussten das doch. Der Pilzi, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Ja, da kommt die Software-Testerin durch. Ja, absolut. Sowas kann ich gut kombinieren in Spielen. Ja, so. Öl eher unwahrscheinlich bei einem Passwort. Bei so einem. So, Ich wusste es. Ja, er ist mein Bruder. Das wussten aber wir auch. Aber er kommt ganz nach der katastrophal dämlichen Seite der Familie. Du hattest deinen Spaß. Jetzt raus hier. Lass mich in Ruhe arbeiten. Wusstest du, dass bei einer Farm in der Nähe der Strom ausgefallen ist? Oh, ist das so? Und da dachtest du dir, du schaust mal vorbei und sagst mir, wie ich meine Arbeit machen soll? Das komplette Kraftwerk steht unter einem enormen Druck wegen dieses beschissenen Unwetters. Geplatzte Rohre, Überschwemmungen, der Wasserabfluss ist jenseits aller Toleranzen. Die Rohrleitungsanlage zu überwachen ist mehr als genug Arbeit für eine Person. Ich kann mich nicht nebenher noch mit der Verteilung beschäftigen. Das Verteilersystem ist Nelsons Aufgabe. Verdammt! Letzte Gedanke für den Follow. Oh Gott, ist der gut. Was ist dein Problem mit Nelson? Mein Problem? Du hast offensichtlich keinen Bruder, der Alter. Ein fauler, ungeschickter Ochse ist. Und dieser dämliche Schnurrbart. Er sagt, du denkst, du könntest den Job ohne ihn machen. Weißt du was? Ich werde den Job ohne ihn machen. Besser als die ganze Zeit hinter ihm aufräumen zu müssen. Welcher von euch ist der große Bruder? Was denkst du? Naja, ich weiß, wer der Breite ist. Ich bin der Ältere. Wusste ich's doch. Ihr beide seid schlimmer als Kain und Abel. Dich hätte ich nicht gerade für einen Bibelschüler gehalten. Bibelschüler? Ich meine die Profi-Wrestler. 200 Puls hab ich! Wohin führt die Tür da drüben? Zum Kraftwerksleitstand, wo mein nichtsnutziger Bruder gerade dieses verdammte Verteilersystem reparieren sollte! Warum gehst du nicht durch die Tür und reparierst das Verteilersystem selber? Warum gehst du nicht irgendjemand anderem auf die Nüsse? Ich bin beschäftigt! Vielleicht könnte ich das Verteilersystem reparieren. Nicht in 1000 Jahren. Denkst du, ich lasse dich hier reinspazieren und hochkomplexe Maschinen bedienen? Ich würde lachen, wenn ich nicht gerade fuchsteufelswild werden würde! Vielleicht solltest du Nelson bitten, wieder an die Arbeit zu gehen. Den Oberarsch vom Dienst?
Niemals! Du willst mir einen Gefallen tun. Sag Nelson, er soll sich ertränken! Wow! Nelson hat nicht übertrieben, als er sagte, du wärst ein fieser Typ. Du hättest auch keine Zeit für Nettigkeiten, wenn du mit dem ganzen Druck hier zurechtkommen müsstest. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hau mal lieber ab. Gute Idee. Uff. Das alte Ding sieht aus, als hätte es schon viel mitgemacht. Der braucht eindeutig meine Stresskacke, die würde ihm jetzt wirklich helfen. Kann mal ein bisschen auf der Stresskacke rumkneten und schon ist alles wieder gut. Schrift wirklich Comic Sans? Ja, und man kann sie sogar umstellen im Menü. Das lässt es. Also es gibt tatsächlich, warte mal, ich speichere mal kurz. Man kann tatsächlich den Schriftstil. Du kannst auswählen, was du haben willst. Aber ich habe es auf Standard gelassen. Bis die Stresskarte. Die hier kann nicht platzen. Die kann nicht platzen. Das ist Schaumstoff. Die kann nicht platzen. Ja. Gut zu wissen, dass unsere Kraftwerke mit so hochmoderner Technologie betrieben werden. Das ist schön, oder, Celeste? Da steht Videoüberwachung, aber ich sehe kein Bild. Wahrscheinlich hat der Sturm die Leitungen beschädigt. Ja, wie gesagt, halt Comic. Irgendwas Comic, Johnny. Hast du eine neue Stresskacke schon eine Weile? Wird mich auch so geschickt, die neue Stresskacke? Oder kam die von... Nee, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Du hast die Stresskacke? Ne? Dann habe ich noch eine Stressbanane. Die ist auch toll, die ist auch super. Stressbanane. Cool. Und ich habe noch so... Sowas hier habe ich jetzt auch noch. Das ist auch toll. Ach, Banane von Sasu. Kacke von Ella. Ich habe es gerade genau vertauscht. Verdammt. Siehst du? Das ist schwierig. Ich habe es gerade genau vertauscht. Ich dachte, Kacke war von Sasu und Banane von dir, Ella. Und der hier ist von dir. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Genauso wie die Massagebälle. Aber du wirkst so gut wie nie gestresst. Ja, ich bin ja eigentlich auch entspannt. Und wird's doch schönen guten Abend, Hallöchen. So. Ich glaube, die Videoüberwachung... Genau, die Videoüberwachung ist hinüber. Das ist ganz praktisch. Das ist ganz nützlich für uns. Und eine Kaffeemaschine. Wahrscheinlich machen sie hier viele Nachtschichten. Ich brauche keinen Wasserkraftwerkskaffee. Ich bin schon zittrig genug. Okay. Gerät. Will ich vielleicht kaputt machen? Willst du ein Sandwich? Ich werde ihn nicht mehr schikanieren, als ich muss. Schade. Das Multitool. Ich war nicht mal Absicht, tut mir leid. Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier... Du willst eigentlich kaputt machen. Das ist mein Plan, es kaputt zu machen. Das will ich nicht schneiden. Okay, dann nicht. Bling! Feld Felix, vielen lieben Dank für den Bit. Ach Mensch. Männer eine Banane sehen. Furchtbar. So, das Gerät. Oh, was ist das denn? Geh da weg! Was glaubst du, machst du da? Hey, Hohlkopf! Geh da weg! Sieht aus, als würde die Tür über das Panel an der Seite bedient. Kraftwerksleitstand. Da wird's vermutlich spannend. Die Technik in diesem Raum ist so veraltet, ich fühle mich fast wie zu Hause. Was für eine Monstrosität. Anstelle von Edwin sollte Blofeld hier sitzen und eine Katze streicheln. Nicht übertreiben, Fell Felix. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Übertreib's nicht, sonst mache ich's aus. Ich mach's aus. Wenn sich wieder jemand nicht zusammenreißen möchte. Belastend.
Und aus. So. Die Technik in diesem Raum ist so veraltet. Mag das nicht. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Ja, ich weiß, Coldswings. Bisher hatte ich nur noch nie das Problem, dass einer der Meinung war, dann wirklich einzelne Bits hintereinander schicken zu müssen. Und ich habe gesagt, solange das niemand macht, muss ich es auch nicht einstellen. Da muss ich nicht einstellen, dass man mindestens, keine Ahnung, 100 oder 50 oder was weiß ich nicht, wie viele schicken muss. Was für eine Monstrosität. Und bisher bin ich damit auch gut gelaufen. Aber naja, es gibt halt immer Ausnahmen. So, ich mach's wieder an. Aber ich wäre vorsichtig. Naja, Felix, das Ding ist einfach, es stört. Also, es stört halt einfach, wenn dann ständig pling, pling, pling. Es nervt. Ich danke dir trotzdem. Aber nicht mal. Okay. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Was passiert denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Ist jetzt irgendwas passiert? Ist irgendetwas passiert? Ohne dich vorher zu beraten. Stimmt doch gar nicht. Celeste, ich habe gerade gesagt, dass ich das eigentlich bewusst nicht gemacht habe, weil ich bisher nicht das Problem hatte, dass jemand hintereinander weg einzelne Bits schickt. Und offensichtlich hat es ja auch bei Felix sofort funktioniert zu sagen, ich mach's aus. Hör bitte auf damit. Hat aufgehört. Alles gut. So. Genau das habe ich gerade gesagt, Celeste. Zuhören? Ihr zuhören müsst. Oder so. Was hat denn das jetzt? Hier was sind hat eine denn das Menge jetzt? Rohre. Ihr habt da irgendwelche Hebel gedrückt und ich weiß nicht, was es gemacht hat. Ich muss doch irgendwas machen. Hallo? Tipp, 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 tipp. Na gut. Okay. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Sind alle oben. Und es passiert nichts. Gut. Anders. Dann wie folgt. Zurück zum Diner. Sehr gut, lässt es. Fantastisch. Oh ja, sehr gut. Wie, ich krieg nur einen Schluck. Dankeschön. Nom nom. Nom 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 nom. Hey. Du. Was geht? Oder so nicht viel. Auf der Unterseite eines Blumentopfs. Du hast mir nicht gesagt, dass der gute alte Ed dein Bruder ist. Das ist er. Also hast du ihn getroffen? Hat er dich beschimpft? Ja, schon. Hab's dir doch gesagt. Ich hasse ihn. Warum begraben Ed und du nicht das Kriegsbeil? Das kann ich glaubst doch probieren, du, ich krieche vielleicht zurück zu ihm? Nach all den Beschimpfungen und Beleidigungen? Auf gar keinen Fall. Ich meine, natürlich hätte ich gern meinen Job zurück. Aber ich habe meine Würde. Würdest du Ed vergeben und zurück an die Arbeit gehen, wenn er sich bei dir entschuldigt? Soll das ein Scherz sein? Ed würde sich niemals entschuldigen. Er ist viel zu stolz. Er wartet darauf, dass ich einknicke. Aber das kann er vergessen. Ich schau mal ab. Bis später. Mach's gut. Ja, toll. Okay. Zu stolz. Beide. Fantastisch. Äußerst hilfreich. Äußerst hilfreich. Dobermann. Wir gucken mal, wo es den Weg nach oben geht. Also ob es da auch einfach nur, vielleicht geht es auch einfach nur auf die Karte.
Nein, geht es nicht. Guck. Dachte, ich bin doch in Minecraft. Sehr schön. Das Schwimmen im Stausee ist ausdrücklich verboten, Spießer. Echt, ey. Oh, guck mal, noch mehr Rohre. Noch mehr große Industrierohre. Sieht so aus, als würde sich der Strom nicht von alleine erzeugen. Mist. Rohrliebhaber hätten ihre helle Freude an diesem Ort. So viele Rohre. Du hast Hunger, aber du bist müde. Verdammt. Noch mehr große Industrie. Sieht so aus. Ja. Beute. Noch mehr Rohre. Rohrliebhaber hätten ihre helle Freude. Ja. Stau. Der Wasserpegel muss nach diesem Sturm ganz schön erhöht sein. Dieses ganze Wasser. Es sieht so friedlich aus von hier oben. Hm. Nee, hier geht er einfach nur wieder zurück. Das heißt... Achso, warte. Hier können wir aber auch nirgendwo lang gehen. Wir können nur zurückgehen. Hm. Von ihrem Stolz, genau. Oh, Liebhaber! Mann! Das ist bestimmt keine Absicht der Entwickler. Nein, nein. Ich meine, die entscheidende Frage ist ja, können wir mit dem einfachen Verstellen der Hebel überhaupt irgendetwas bewirken? Ich meine, ich weiß ja nicht mal, wofür diese verfluchten Hebel da sind. Hm. Also ich weiß, wir hatten... Na gut. Wir probieren einfach mal durch. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Okay. So, jetzt hatten wir... Das heißt, alles mit dem haben wir schon mal weg. Schauen wir mal das. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. So viel ist es ja nicht. Na gut. Mit dem wieder hoch. Passiert auch nichts. Und den wieder hoch. Okay. Passiert auch nichts. Ja, das war's doch eigentlich schon, oder? Irgendwas übersehen. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Das Klick kommt die ganze Zeit. Na gut. Keiner. Nur die ganze Zeit ein Klick. Okay. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Das waren doch schon alle Kombinationen. Na gut. Ja, das weiß ich halt auch nicht, Freckstacks. Das ist ja das Problem. Die Technik in diesem Raum ist... Ich weiß nicht, was dieses Terminal, was diese Hebel hier bewirken. Ich habe keine Ahnung. Sieht aus, als würde die Tür über das Panel... Was glaubst du? Machst du da? Und da lässt er mich nicht ran. Also ich habe keinen Dunst, was diese Hebel hier überhaupt machen. Er vermutet irgendwas hinter der Tür. Hallo? Hab ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Warum gehst du nicht? Ich bin... Beschäftigt. Vielleicht den Ober... Du willst mir einen Gefallen tun. Sag... Wow. Du hättest auch keine Zeit für Nettigkeit. Und zwar im wahrsten... Ich schau mal lieber ab. Gute Idee. Schwierig. Muss definitiv Absicht sein. Meinst du, Johnny? Meinst du? Ich werde ihn nicht mehr schikanieren. Du bist wie Valium, nee. Diese beiden Sachen passen nicht. Lieber nicht. Alter. Das kann ich nicht machen. Wieso nicht? Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier... Das funktioniert so... Hm. Na gut, dann versuchen wir doch mal an einer anderen Stelle
vorwärts zu kommen. Vielleicht kommen wir hier jetzt weiter. Kaffeebecher, Kaffeemaschine habe ich gerade probiert. Das geht nicht. Sport versucht, Wolf. Na, Dude? Da bin ich wieder. Hallo. Ich glaube, ich verstehe das Triptychon jetzt. Dann erzähl Cardero etwas über die Erlösung. Die Erlösung zeigt einen Wald. Ich denke, es zeigt uns, wie die Natur uns Frieden geben kann. Was ist mit das Unheil? Das Unheil zeigt einen gewaltsamen Kampf. Ich meine, Morde, Kriege. Wen kümmert das schon, oder? Jetzt die Dämmerung. Die Dämmerung zeigt einen Sonnenaufgang. Die Helligkeit lässt dich irgendwie vergessen, wie dunkel die anderen Bilder sind. Was ist mit der Reihenfolge, in der ich sie geschaffen habe? Das erste Bild war das Unheil. Und das zweite Bild war die Dämmerung. Und das letzte Bild war die Erlösung. Nein, du hast kein Gefühl für die Kunst. Versuch sie besser zu verstehen. Ich glaube, die Reihenfolge war falsch. Okay. Ich glaube, ich verstehe das Triptychon jetzt. Dann erzähl Cardero etwas über die Erlösung. Ja, aber ich bin immer noch der Meinung, dass die Erlösung der Wald ist. Die Erlösung? Ich so. Das Unheil ist der Kampf. Und die Dämmerung ist als einziges absolut klar, dass es der Sonnenaufgang ist. Was ist mit der Reihenfolge, in der ich sie geschaffen habe? So, jetzt könnte ich versuchen, die Reihenfolge zu drehen und zu sagen, okay, erst kam das Unheil, dann die Erlösung und dann die Dämmerung. Weil die, also wir wissen, die Dämmerung war das zweite oder dritte. Vielleicht ist es genau die Reihenfolge, die da steht. Vielleicht ist es aber auch ganz anders. Vielleicht ist es auch die Erlösung, die Dämmerung und dann das Unheil. Das Unheil, die Dämmerung, die Erlösung, das war das, was ich gerade eben hatte, oder? Das war die erste Reihenfolge, die ich hatte. Glaube ich. Da habe ich gesagt, erst Unheil, dann Dämmerung, dann Erlösung. Ich glaube, so hatte ich es. Ist ja immer so die Hoffnung, die man hat, ja, dass das schön ist. Ich würde jetzt gerne probieren... Unheil, Erlösung, Dämmerung. In der Reihenfolge, in der es da steht. Das erste Bild war das Unheil. Oh, entschuldige. Und das zweite Bild war die Dämmerung. Jetzt versuche ich das gleich nochmal. Und das letzte Bild... Mich verdrückt. Entschuldigung. Ich glaube, ich verstehe... Warte. Das ist... Die Erlösung ist der Wald. Die Erlösung... Ich... Das Unheil ist das der Unheil, Kamm. Ich meine... Was ist der Sonnenaufgang? Was ist... Und die Reihenfolge ist das Unheil. Das erste Bild war die Erlösung. Und das zweite Bild war die Erlösung. Ah. Und die Dämmerung. Und das letzte Bild war die Dämmerung. Nein. Du hast kein Gefühl für die Kunst. Versuch sie besser zu verstehen. Okay. Dann ist einfach genau verkehrt rum. Ja, das weiß ich schon nicht. Dann ist es vielleicht doch ein sehr dunkles. Eine sehr dunkle Angelegenheit, weil dann kommt höchstwahrscheinlich das Unheil zuletzt.
Erlösung, Dämmerung, Unheil, vielleicht in der Reihenfolge? Die Erlösung. Ich. Das Unheil zeigt. Ich meine, Mord. Die Dämmerung. Die Helligkeit. Was ist mit der Reihen? Erlösung, Dämmerung, Unheil probieren wir jetzt. Das erste Bild war die Erlösung. Erlösung, Dämmerung. Und das zweite Bild war die Dämmerung. Und das letzte Bild war das Unheil. Ein guter Versuch. Aber noch verstehst du nicht alles. Okay. Na, aber das ergibt doch andersrum aber auch keinen Sinn. Wenn man Dämmerung, Erlösung, Unheil nimmt, ist das totaler Schwachpunkt. Irgendwie. Ich glaube, ich verstehe das Triptychon jetzt. Aber ich muss es nochmal drehen. Tut Dann mir leid. Erzähl Cardero etwas über die Dämmerung, Erlösung. Erlösung, Unheil. Ich probiere jetzt mal aus Spaß. Die Erlösung. Ich denke. Das Unheil erinnert mich. Die Dämmerung. Die Helligkeit. Was ist mit der Reihen? Nö, es ändert nichts. Also offensichtlich. Das erste Bild war die Dämmerung. Und das letzte. Bei mir ändert das nicht mal, ja? Ich habe jetzt beim ersten die Erklärung der Bilder geändert und man kann daran überhaupt nicht ablesen. Also an seinen Reaktionen überhaupt nicht, merkt man gar nicht, was. Also ob irgendwas daran schon mal richtig war. Also ein bisschen belastend. Er sagt anderen Text jetzt. Nee, hab ich nicht gemacht. Er hat bei dem Versuch davor genau den gleichen Text gemacht. Edward. Er hat zwar bei denen davor, hat er es ein bisschen anders formuliert. Das ach, mein Typ. Den du spielst. Ja, ich habe ja jetzt auch bei den ersten Bildern was anderes gesagt. Dieses, vielen Dank für den Resub. Dankeschön für 5 Monate im Kokon. So langsam werde ich zur Fachkraft fürs Resubskribierung. Vielen, vielen lieben Dank, Baldisos, für 5 Monate im Kokon. Fühle dich geflauscht. Danke für die anhaltende Unterstützung. Nimm dir einen der wichtigen privaten Gegenstand mit in die Gummizelle, damit es sich ein wenig heimelig anfühlt. Dankeschön. Tja, scheiße. Ich glaube... Nochmal. Die Erlösung... Die Erlösung ist der Wald. Das Unheil... Ich meine... Unheil ist der Kampf. Dämmerung ist der Sonnenaufgang. Was ist mit der Reihenfolge? Und jetzt probieren wir nochmal die Reihenfolge, die ich gerade bei dem hatte, wo ich die Bilder anders beschrieben hatte. Also erst Dämmerung. Erst Dämmerung, dann Erlösung, dann Unheil. Auch wenn ich das merkwürdig finde. Das erste... Dämmerung, Erlösung... Und das... Unheil. Und das letzte Bild war... Nein, du hast kein Gefühl für die Kunst. Okay, also das war völlig falsch. Da war die Reihenfolge absolut nicht in Ordnung, glaube ich. Na, aber wenn... Ich glaube, ich verstehe. Die Erlösung. Ich. Das Unheil. Ich meine, Mord. Die Dämmerung. Die hätte ich. Was ist. Das erste Bild war die. Das zweite Bild. Und das letzte. Nein. Du hast kein Gefühl für die Kunst. Versuch sie besser zu verstehen. Okay. Ist ja auch Quatsch, die Dämmerung darf nicht am Anfang stehen, das hat er extra gesagt. Aber wisst ihr, was wir nicht versucht haben? Erlösung, Unheil, Dämmerung, das haben wir nicht versucht. Das haben sie doch gesagt, dass er die Dämmerung, das Bild mit der Sonne, hat er als zweites oder drittes gemalt. Ich glaube... Die Erlösung...
Die Dämmerung, die hätte ich. Was ist. Okay, wir haben nicht versucht. Es ist aber jetzt auch das Letzte, was wir nicht versucht haben. Die Erlösung. Das erste Bild war die. Das Unheil. Das zweite Bild war. Dämmerung. Und das letzte Bild war die Dämmerung. Nein, du hast kein Gefühl für die Kunst. Versuch sie besser zu verstehen. Okay. Wir haben alle probiert. Wir haben echt alle probiert. Ich glaube, ich... Die Erlösung... Ich... Das Unheil... Ich meine... Die Dämmerung, die Helligkeit... Was ist mit... Was über die Reihenfolge? Ja, sie haben über die Reihenfolge gesagt, dass der, dass die Dämmerung, also das Bild mit der Sonne, mit dem Sonnenaufgang, dass das, dass er das entweder als zweites oder letztes Bild gemalt hat. Born, hallöchen. Ich will nur noch mal ganz kurz was probieren. Erlösung. Das erste Bild war die Erlösung. Dämmerung und das Unheil und das ein guter Versuch. Aber noch verstehst du nicht alles. Okay. Ein guter Versuch. Ich glaube. Die Erlösung. Ich. Das Unheil. Ich meine. Die Dämmerung, die hätte ich. Was ist mit der Reihe? Wie war das bei denen hier? Das erste. Und das. Und das letzte. Nein, du hast kein Gefühl für die Kunst. Versuch sie besser zu verstehen. Okay. Wenn das wirklich die Zuordnung der Namen nicht komplett richtig. Ja, aber da gibt es nicht sonderlich viel Spielraum. Faubi, schönen guten Abend. Ich werde jetzt nochmal. Genieß die Kack. Mal gucken, ob wir mit ihr darüber sprechen können. Vielleicht kann sie uns noch irgendwas über die Bilder sagen. Ich brauch sowieso die Zugwinde irgendwann. Also die Seilwinde hier irgendwann. Ich könnte den Baum mit der Seilwinde wegziehen. Ich frage aber Rangerin Jervis lieber vorher. Die geht an die Decke, wenn sie merkt, dass ich das Ding geklaut habe. Ich klaue da nicht. Ich leihe aus. Vielleicht, Ella, ja, vielleicht. Könnte sein. Das haben wir mit einem schon versucht. Das könnte ich natürlich... Ach, ich weiß es nicht. Das Unheil als Wald? Aber könnte schon sein, ja. Hallo, Colonel. Das Unheil scheint ja hier im Wald zu sein. Sie können wir auch fragen. Dann wäre der Wald das Unheil, Ella, ja. Es könnte hinkommen, ja. Irgendwas Schlechtes soll ja am Wald sein. Jippoi! Agarax! Vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 17 Monate im Kokon. Fühle dich festgeknufft und gekuddelt. Danke für die anhaltende Unterstützung. Und viel Spaß in der Kokon-Pizzeria. Bestellt dir lecker Pizza. Es gibt alles Mögliche, außer Pizza Hawaii. Dankeschön. Danke, danke. Wir fragen sie mal. Mal gucken. Weißt du etwas über Kaderos Triptychon? Kaderos was? Was? Die drei Bilder im Diner. Er nennt sie die Erlösung, das Unheil und die Dämmerung. Ah, ja. Der Wald war das Einzige, das mir gefallen hat. Und das heißt wie? Ich kenne wie? Den Ort. Es ist eine Lichtung in Greystone Woods. Die Bäume sind so hoch und dünn, man fühlt sich direkt wieder wie ein Kind. Ein friedlicher Ort. Ja, aber der wird doch den Ort nicht das Unheil nennen, oder? Erinnerst du dich, wie das Gemälde mit dem Wald heißt? Ich dachte immer, es sollte eigentlich die Erlösung heißen.
weil es so friedlich wirkt. Aber er hatte eins der anderen Bilder die Erlösung genannt. Wie Künstler eben so sind, was? Das gibt's ja nicht, ey. Okay, also ist der Wald das Unheil. Und das ist... Ja, okay, dann haben wir aber, glaube ich, die Reihenfolge. Erlösung, Dämmerung, Unheil. War vermutlich die Reihenfolge. Und dann war nur die Zuordnung der Bilder auch falsch. Sag mal, kann ich die Seilwinde von deinem Auto haben? Ich brauche sie, um den Baum von der Radiostation wegzuziehen. Ich denke schon. Solange du sie zurückbringst. Na klar. Ich versprech's. Dankeschön. Jetzt bis später. Gut. Also noch einmal, wir nehmen die Seilwinde direkt mit. Und dann müssen wir zwar erstmal noch Strom beim Farmer bekommen, aber das kriegen wir auch noch hin. Die Seilwinde können wir ja trotzdem schon mal einpacken. Wie mache ich die Seilwinde jetzt los? Mit dem Multitool! Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher... Mit dem Schraubenschlüssel! Ja. Puh. Viel zu ja, fest. Ja, genau, Cool Springs. Viel zu fest? Ah, Zaunpfahl. Die zusätzliche Hebelkraft wird mir helfen, die Seilwinde zu lösen. Bin so schlau. Ha! Physik. Physik? Da, guckst du, Seilwinde, sehr gut. Und natürlich hat er den Zaunpfahl irgendwo anders hingeschlüpft. Perfekt. Gut. Ich bin so klug. Hey, Kadaro. Jetzt haben wir's. Hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Da bin ich wieder. Dreh ich durch. Hallo. Hier, ich hab verstanden. Ich glaube, ich verstehe. Pass mal auf. Also, die Erlösung zeigt einen gewaltsamen Kampf. Die Erlösung zeigt einen gewaltsamen Kampf. Ich denke, es geht darum, um sein Leben zu kämpfen. Etwas entkommen zu wollen. Was ist mit das Unheil? Das zeigt einen Wald. Das Unheil zeigt einen Wald. Erinnert mich an ein einsames Kind. Verlassen im Wald. Jetzt die Dämmerung. Die Dämmerung zeigt einen Sonnenaufgang. Die Helligkeit lässt dich irgendwie vergessen, wie dunkel die anderen Bilder sind. Was ist mit der Reihenfolge, in der ich sie geschaffen habe? Oh Gott, bitte lass das stimmen. Das erste Bild war die Erlösung. Das erste Bild war die Erlösung. Dann kam die Dämmerung. Und das zweite Bild war die Dämmerung. Und dann kam das Unheil. Und das letzte Bild war das Unheil. Aha. Aha. Und was sagt dir diese Reihenfolge? Es fühlt sich an, wie in deiner Vergangenheit zu wühlen. Als wäre da etwas, von dem du versuchst zu entkommen. Ist es das? Habe ich recht? Es gibt kein Recht und Unrecht in der Kunst. Oh, du Gott hast sei deine Dank. Bedeutung gefunden. Darin liegt Mehrwert. Du bist bereit für das Meisterwerk. Oh, Gott ja. sei Dank. Berion, schönen guten Abend. Hi. Oh. Ah. Musst du schon mal Reifen wechseln? Was? Mit so einem Zaunfall oder was? Ah, ein Glück. Zeigst du mir jetzt dein Meisterwerk? Ich muss rausfinden, was es mit diesem Symbol auf sich hat. Das Meisterwerk ist in einer geheimen Höhle versteckt. Kadaro wird dich hinführen. Du bist jetzt bereit, es zu sehen. Kadaro ist nur nicht sicher, ob er bereit ist, es wiederzusehen. Komm mit. Okay. Hallöchen, Tirobe. Schönen guten Abend und viel Spaß im Lurk. Oh, sie ist auch da. Sehr schön. Was ist denn das? So, hier soll es also sein? Wie sollen wir in dem ganzen Müll hier ein Meisterwerk finden? Ich glaube, der Müll ist das Meisterwerk. Oh, hat Kadaro dir nicht gesagt, es würde alles erklären? Der Affe klettert auf die Spitze. Das ist ja schön und gut, aber... Der Salamander frisst seinen Bruder. Sonst geht's bei dir aber noch? Erschieße die dreibeinige Stute! Die Arbeiterameise trägt ihr vierfaches Gewicht! Der Adler! Der Adler! Der Adler! Der Adler! Der Adler! Kadaro!
Was machen wir jetzt? War das eine Reaktion auf diesen Ort oder was? Ich hatte mal einen schlimmen allergischen Anfall, als ich ein Kind war. Ich bin fast gestorben. Wir brauchen einen Arzt. Beruhig dich, Pendrell. Das hat er manchmal. Wobei es sonst nicht so schlimm ist. Was hat er gesagt? Der Adler? Der Salamander? Manchmal verrennt er sich in seine Erinnerung. Er zittert, ihm ist kalt. Kannst du ein Feuer machen? Ein Feuer? Wie? Städter. Kann ich etwas Feuerholz aus deiner Hütte haben? Auf keinen Fall. Wenn ich dir den Schlüssel gebe, könntest du mit dem Kanister abhauen. Komm schon, ich dachte, wir brauchen Feuerholz. Oh Mann. Kommt's mir nur so vor, oder wird dieser Bursche immer dümmer? Du bist in einem Wald, du Idiot. Such welches. Äste! Nimm dieses Buch und benutz dein Hirn. Oh, und das ist, glaube ich, für Kräuter, oder? Kann das sein? Naturführer. Feuer machen. Yeah. So, aber Freunde, das machen wir beim nächsten Mal. Es ist leider schon wieder soweit. Ja, es tut mir leid. Wer hat an die Uhr gedreht und so? Ihr wisst Bescheid. Wer hat an die Uhr gedreht? Ist es wirklich so spät? Ja, ist es. Es ist schon wieder um 9. Gitarrenverkäufer im Pick of Destiny, der betont er seine Synchronstimme genauso. Wird das super, wie er das macht. Beim nächsten Mal müssen wir also Feuer machen. Hi, hab Muha. Kriegen wir hin? Aber eben erst beim nächsten Mal. Das wird voraussichtlich nicht morgen sein. Morgen werden wir Witcher weiterspielen. Oh, meine Güte, es spielt ja niemand Jurassic World Evolution. So ein bisschen wie mit Detroit Become Human. Die ersten 6 Leute in meiner Follow-Liste, denen ich folge, spielen Jurassic World Evolution. Da kommt mal was anderes, dann kommt wieder Jurassic World Evolution. Oh, dann kommt wieder was anderes, dann kommt wieder Jurassic World Evolution. Ich schicke euch zu Stone. Der spielt Gothic 3. Falls jemand Jurassic World Evolution gucken will, es gibt kaum Kanäle, die das spielen. Kaum jemand spielt dieses Spiel. Verstehe es gar nicht. Hat er denn auch einen Wilson? Das weiß ich nicht. Wir könnten in den Bunker gucken. Hoffe ich. Ich hoffe, wir können dann auch in den Bunker gucken. Ich danke euch vielmals, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde das Spiel echt super. Also bisher macht mir das unfassbar viel Spaß. Die Rätsel sind bisher richtig gut. Also es macht tatsächlich Spaß. Und sie sind immer logisch aufgebaut. Und das mit der Kunst, klar, das war jetzt ein bisschen... Aber ich hätte natürlich auch vorher mit ihr sprechen können. Ne? Ich hätte auch vorher zu ihr gehen können und fragen können. War also im Prinzip mein Fehler. Ich hoffe, ihr habt bei Marin noch Spaß. Und wir sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. Rock, es tut mir leid, du kommst zum Feierabend. Es tut mir leid, unter der Woche bis um 9. Ich kann nicht länger. Wirklich, es tut mir unfassbar leid. Habt noch einen schönen Abend. Ganz viel Spaß. Danke fürs Dasein. Und ja, bis morgen. Bye, bye.